Das Leben in der DDR. Neben Massenveranstaltungen, Parolen der Partei und einem harten Arbeitsalltag gab es auch private Nischen, um sich zu zerstreuen, sich zu vergnügen und zu feiern. Ich versuche heute den Leuten auch immer noch zu erzählen, dass wir im Osten damals eben nicht den ganzen Tag in grauen Gewändern rumgerannt sind und keine Witze erzählen durften und keine Party gehabt haben und traurig waren und geweint haben. Nee, wir hatten eine gute Zeit. Natürlich gab es viele Sachen, die nicht gut waren. Party war zum Beispiel jedes Jahr Land auf, Land ab bei den Faschingsveranstaltungen angesagt. Es gab ja da auch Kussfreiheit und solche Sachen. Ja, musste immer auf der Hut sein. Das war nicht den falschen Küste. Auch Subkulturen gab es in der DDR, wenn auch unter ständiger Beobachtung der Staatssicherheit. Campino hat mal gesagt, die waren Punks. Die gab es in der DDR. Weil der Punk in der DDR wirklich Grund hat zu rebellieren. Und genauso wie im Westen strömte die Jugend auch in der DDR in die zahlreichen Diskotheken. Wir hatten in der DDR nichts anderes, was die Jugend interessiert hat, nämlich am Wochenende zu trinken und zu tanzen. Die Disco war am Wochenende der Treffpunkt der DDR-Jugend, um Spaß zu haben. Die Disco-Welle war Anfang der 70er Jahre auch in den Osten übergeschwappt und die jungen Leute liebten es, tanzen zu gehen. Was ich immer ganz praktisch fand, das fing auch zeitig an. Ich glaube, um 9 war man in der Disco und es ging halt bis Mitternacht um 1 und dann war Feierabend. Ne? Möglichst Mittwoch, Freitag, Samstag. Das war bei uns um die Ecke. Da bin ich also, sobald ich irgendwie Gelegenheit hatte, bin ich immer tanzen gegangen. Also, und zwar ausgiebig und lange und viel. Ende der 80er Jahre gab es rund 8000 Schallplattenunterhalter in der DDR. So hießen die ostdeutschen DJs anfangs. Von Amts wegen, in Abgrenzung zum Klassenfeind. Sie waren zumindest in den Anfangsjahren verpflichtet, neben der Musik auch andere Elemente wie Akrobatik ins Programm aufzunehmen. Außerdem musste jeder laut Verordnung einen Lehrgang absolvieren. Barbara Siegmund organisierte die Weiterbildung für die besten DJs der DDR. Und wenn einer Disc-Jockey werden wollte, dann hat er sich dort angemeldet beim Kreiskabinett und hat so ein, da gab es ein Aufnahmegespräch. So, und wenn er das bestanden hatte und man sagte, ja, das ist okay, dann konnte er an einem Grundlehrgang teilnehmen. Und dann gab es die Pappe, wenn er das bestand. 1972 hat Rudi Reismann aus dem thüringischen Saalfeld seine Pappe gemacht. Als Amateur. Noch heute sind seine Disco-Veranstaltungen legendär. Rudi Reismann beim Anschauen seiner alten 8mm-Filme. Anfang der 70er Jahre musste er viel improvisieren, zum Beispiel beim Transport. Die Disco-Anlage wurde auf die Pritsche des LKW geladen. Weil im Führerhaus nur einer Platz hatte, musste der Helfer hinten mitfahren, auch im Winter. Und wenn kein Fahrzeug verfügbar war, wurden Tonband, Boxen und Verstärker eben einfach per Hand zum nächsten Saal gebracht. Über 30 Jahre hat Rudi Reismann in Saalfeld und Umgebung aufgelegt, auch hier in Krösten. Es war immer brechend voll, denn Rudi war bekannt wie ein bunter Hund. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Spruch. Ist der Rudi in Krösten hier, sind in Saalfeld die Straßen leer. Rund 2 Ostmark bezahlten die Jugendlichen hier damals, um sich bei Rudi auszutoben. Und hier ungefähr, da hier stand ein Tisch und da war dann der Einlass. Ja, da ging es hier rein in den Saal und hier war der Remi Demi. Ja. Tanzen wollte die Jugend zu der Musik, die sie aus dem Westradio kannte. Man sehnte sich natürlich auch nach Unterhaltung und nach Unterhaltungs- und Popmusik. Und gerade in den 60er und 70er Jahren, als die ganze Beat- und Rock'n'Roll-Musik von Amerika auch nach Westdeutschland schwappte, wollte man natürlich mit auf den Zug aufspringen und hat die Westmusik geradezu aufgesogen. Doch mit der hatten DJs wie Rudi Reismann ein Problem. Denn der Staat hatte festgelegt, nur 40% der Tanzmusik durfte aus dem Westen kommen. 60% hingegen sollte aus dem Ostblock sein. Das war natürlich nicht machbar,
Aber ich hatte mir dann einen Trick einfallen lassen. Ich habe also praktisch nach wie vor, wie es am Anfang ja auch üblich war, 3-4 Titel gespielt als Tanzrunde, ja, und dann eine Pause. So, und in der Pause habe ich dann die, ich sag mal wirklich in Anführungsstrichen, sehr gute DDR-Musik aufgelegt, aber die konntest du zum Tanzen nicht verwenden. Für sein Publikum hat sich Rudi Reismann eine Menge einfallen lassen und vieles selbst gebaut. Denn auch Technik war Mangelware. Besonders zu Beginn der 70er Jahre mussten die DJs in der DDR findig sein oder Westkontakte haben. Rudi Reismann entwickelte eine Konstruktion, bei der er mittels Lochband und Projektor eine Laufschrift an die Wand zauberte. Das war einmalig in der DDR. Auch das Mischpult oder das Tonband sind Marke Eigenbau und seine vibrationsresistenten Plattenspieler. So, da habe ich das mit sogenannten Schlüpfergummi gemacht. Die hängen also jetzt hier ganz weich drin. Da konntest du im Saal rumrammeln, wie du wolltest. Das hat sich nicht mehr bewegt. Eine Lösung hatte er auch für Musik ohne Diskothekenlizenz oder Lieder, die im DDR-Rundfunk überhaupt nicht liefen, weil sie die SED-Funktionäre ablehnten. Es gab natürlich damals Musik, die durfte nicht gespielt werden. Die war vom Westradio aufgenommen zum Beispiel. Und damit die keiner gefunden hat, hatte ich ein Geheimfach hier eingebaut. Und da drinnen waren die Kassetten untergebracht. Entschuldigen Sie. Sonderzug nach Pankow. Auch die mit dem Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Mal eben nach Ost-Berlin. Ich konnte halt offiziell den Sonderzug nie spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe aufgebaut, die Leute standen alle draußen vor der Tür und ich habe den Sonderzug aufgelegt, aber nicht bei der Veranstaltung. Verbote in puncto Musik reichen weit in die DDR-Geschichte zurück. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre traf sich die Nachkriegsgeneration auch in der DDR zum Tanz, meist in Gaststätten bei Live-Musik. Die Kombos spielten die Musik ihrer westlichen Vorbilder, doch tanzen wie im Westen, das war zunächst verboten. Ich bin mit meiner Freundin jedes Wochenende zum Tanzen gegangen. Und da haben wir uns mit Boogie Woogie und Swing-Musik eben geschafft. Und das war unser Höhepunkt von der ganzen Woche. Das Rock'n'Roll-Tanzen oder das Auseinandertanzen und wenn es dann so mit Überschlag noch war, das war natürlich fast strengstens verboten. Ja? Weil das passte nicht zu sozialistischen jungen Persönlichkeiten. Das wollte man nicht haben. Es ist schon vorgekommen, dass man die Leute von der Tanzfläche genommen hat. Und dann gesagt hat, du machst das jetzt hier nicht mehr und die nächsten 4 Wochen wollen wir dich hier nicht mehr sehen. Eine der beliebtesten Bands dieser Zeit waren die Butlers aus Leipzig. Auch sie spielten am Wochenende in den Gaststätten zum Tanz auf. Schlagzeuger Hans-Dieter Schmidt erinnert sich. Unser Favorit war hauptsächlich schwarze Musik. Little Richard, Chuck Berry und natürlich auch einige weiße Ikonen wie Bill Haley. Später spielten sie auch Beatmusik. Sogar im DDR-Fernsehen durften die Butlers auftreten. Doch die Partei- und Kulturfunktionäre hatten Angst vor den westlichen Klängen. In der Presse mehrten sich Artikel, die Rock und Beat verunglimpften. Unter der Regierung von Walter Ulbricht wurde es eng für Westmusik. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen. 1965, das berüchtigte Rolling Stones-Konzert in der Westberliner Waldbühne. Die Ausschreitungen nach dem Konzert waren für die DDR-Funktionäre ein willkommener Anlass, der Westmusik einen Riegel vorzuschieben. Kurzerhand wurden die allermeisten Beatgruppen einfach verboten, auch die Butlers. Da haben wir ein Schreiben von der Abteilung Kultur bekommen, beim Rat der Stadt Leipzig, dass die Gruppe nicht mehr auftreten darf. Der US-Imperialismus stumpft die mit dem Rock'n'Roll die Jugendlichen ab. Alle Bands, die einen englischen Gruppennamen hatten, das wurde also untersagt. Dieses Beatverbot wurde also publik
Und da herrscht erstmal ein großer Frust und Erstaunen und erstmal eine Lähmung da. Das war plötzlich eine ganz andere Musikszene. Auf einmal brave Tanzmusik von Wiener Walzer bis zum Foxtrot und so weiter. Und das waren die jungen Leute nicht gewillt, sich das bieten zu lassen. Es kam in Leipzig zur größten nicht genehmigten Demo nach 1953. Doch die DDR-Führung griff durch, sperrte viele Beat-Anhänger ein. Kulturelle Abschottung aus Angst vor Jugendrevolten. Es geht nicht nur gegen die Musik, es geht auch gegen sehr viele Schriftsteller und vor allen Dingen auch gegen kritische DEFA-Filme. Ein ganzer Jahrgang von DEFA-Filmen wird verboten. Denk bloß nicht, ich heule, das Kaninchen bin ich. Spur der Steine, noch mehrere andere. Das war sozusagen ein kulturpolitischer Kahlschlag. Erst allmählich wurden die Zügel wieder gelockert. Besonders vor den Weltfestspielen 1973. Beat und Rock waren keine Tabus mehr. Man wollte Weltoffenheit zeigen. So bahnten sich auch zunehmend westliche Subkulturen ihren Weg in den Sozialismus. So schwappte knapp 10 Jahre nach den Weltfestspielen die englische No-Future-Welle in die DDR über. Punk, made in GDR, war vor allem in den Großstädten präsent. Nicht nur von der Bevölkerung wurden die jungen Leute mit den abgewetzten Lederjacken schräg angeguckt. Kaputte Hosen, Irokesenschnitt und Pogo-Tanz, das war zu viel für Partei und Staatssicherheit. Punks, das war ja auch eine totale Provokation. Aber das war an sich ursprünglich, denke ich mal, nicht so angelegt, um irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen. Die wollten einfach nur anders leben. Und haben gemerkt, dass sie in diesem Mief DDR nicht anders leben konnten. Es waren abweichend von einer gewissen Normvorstellung, von einer Moralvorstellung, von einer Vorstellung einer sozialistischen Persönlichkeit. Und immer wenn das eingetreten ist, egal in welchem Bereich DDR, wurde argwöhnisch drauf geguckt und dann ging natürlich auch die Staatssicherheit ins Rennen. Kim Pickenhain wurde 1982 Punkerin. Während ihrer Lehre zur Fachverkäuferin in Karl-Marx-Stadt. Sie war 17 Jahre alt und wollte eigentlich nur anders sein. Ich hatte nichts gemacht. Nein, ich hatte meine Lederjacke an. Da stand hinten drauf irgendwie, nur wer sich bewegt, hört seine Ketten rasseln zum Beispiel. Das war mein politisches Statement. Aber sie haben es halt einfach so politisiert, dass ich irgendwann wirklich politisch geworden bin dadurch. Es war ja halt, das ist ein Unruheherd, der gehört ja nicht her. Das darf es nicht geben in der DDR. Es darf keine Punks in der DDR geben, Punkt. Kim Pickenhain ging es wie vielen Punks. Ablehnung an allen Fronten. 1985 verließ sie das Land Richtung West-Berlin, weil sie einfach nicht mehr konnte. Von einer Lehrerin grundlos geschlagen, von der Stasi bespitzelt, von der Polizei immer wieder verhaftet. Wir sind zum Bahnhof gelaufen, wir wollten jemanden abholen und plötzlich hielt neben uns ein großer Wolga und dann war das der Hauptchef vom Volkspolizeikreisamt und wir halt alle in Montur, so 8 Punks und das ging natürlich nicht, ne? Und dann das sofort irgendwie Bescheid gegeben, wir mussten dann festgehalten und dann kam Barkas und wir wurden eingesackt und ab in die U-Haft für 10 Stunden oder so. Es war wirklich, ne, als würde dir so eine Hand ständig irgendwie drücken. Die Punkszene brachte in der DDR ihre eigenen Musikgruppen hervor. Doch öffentliche Konzerte waren für sie verboten. Einzig die Kirche bot ihnen die Möglichkeit, ihre schrille Musik in der Öffentlichkeit zu spielen. Wie hier in Berlin. Die Kirche gab auch anderen unbequemen Künstlern ein Podium. Den kritischen Liedermachern wie Wolf Biermann, der auch im Westen bekannt war. Sein Auftritt 1976 in Köln ist legendär. Die DDR braucht endlich und wie. Rosas rote Demokratie. Ein paar Tage später wurde er ausgebürgert. Doch nach ihm trauten sich andere, mit Gitarre und poetischen Texten Probleme offen anzusprechen. Zum Beispiel Stefan Kraftschick, Bettina Wegner oder Gerhard Schöne. Ihr Publikum war meist jung und gebildet. Auch Thomas Grund gehörte dazu und organisierte illegale Konzerte. Die Zuhörer
kamen vor allem wegen der Texte. Und dann kam dazu, dass in dieser Zeit dann gerade bei Biermann angefangen haben, Leute mit Schreibmaschinen und Durchschlägen die Texte abzutippen und zu verteilen. Und ich weiß, dass da auch einige Leute drunter leiden mussten, die erwischt wurden. Das war staatsfeindliche Hetze. Und da konnte man 2 Jahre abfahren. Auch die Songs der Ostberliner Liedermacherin Bettina Wegner wurden so verbreitet. Schon 1968 hatte sie als Studentin wegen einer Flugblattaktion gegen den Einmarsch der Russen in Prag im Gefängnis gesessen. Später fiel sie mit ihren kritischen Texten bei der Partei in Ungnade, etwa mit dem Lied Kinder. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Solche Texte waren den Genossen ein Greuel. Bettina Wegner konnte keine eigene Platte machen, wurde nicht im Rundfunk gespielt, hatte schließlich praktisch Auftrittsverbot. Obwohl sie bleiben wollte, musste sie die DDR verlassen. Dann wurde ich vorgeladen, ich sag nicht eingeladen, sondern ich wurde vorgeladen ins Kulturministerium zu einem Herrn Müller. Und der sagte dann zu mir, Frau Wegner, Sie werden in der DDR keine Auftritte mehr haben. Dann habe ich gesagt, na gut, dann arbeite ich eben wieder in meinem erlernten Beruf. Nein, auch in Ihrem erlernten Beruf werden Sie nicht mehr arbeiten können. Wir können mit Ihnen nicht, Sie können mit uns nicht, gehen Sie doch. Und da habe ich gesagt, eine Staatsbürgerschaft ist doch nicht wie ein Niki, was man auszieht und wechseln kann. Ich bin doch hier verwurzelt. Ich habe das in meinen Akten ja auch lesen können. Das Ziel war, die Wegner muss in Westen. Das war das Ziel, sie haben es erreicht. Viele Musiker verließen das Land, doch die meisten blieben. Auch die Ostdeutschen hatten ihre Stars. Aber ich muss sagen, ich habe alle Pudis-Platten, ich habe alle Silly-Platten. Ich hab das wirklich auch zu Ostzeiten. Ich habe das gemocht. Weil es waren ja auch die Bands, zu denen du hinkonntest. Da hat sich ja die Frage nicht gestellt, ich stehe auf Madonna, wo spielt Madonna heute? Neben vielen Schlagergrößen wie Frank Schöbel oder Inka gab es zahlreiche populäre Gruppen. Prominentes Beispiel sind die Pudis, die als unpolitisch galten. Jahr für Jahr füllten sie republikweit Konzerthallen und Plätze. Also Karat und Pudis, das war auch und ist bis heute für mich auch, weil es eine Sozialisationsfrage ist. Ich bin damit groß geworden und ich fand die auch immer gut. Auch die Gruppe Karussell hatte in der DDR eine Menge Fans. Gegründet 1976 spielten auch sie, wo sie konnten, auf Freilichtbühnen, in Jugendclubs oder Betrieben. Und die Jugend kam in Scharen. Hits wie Als ich fortging sind noch heute Klassiker. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Die Fans nahmen damals einiges auf sich. Auch Michael Herbert. Nach einem abenteuerlichen Trip zur Ostsee machte er diese 8mm Aufnahmen beim Konzert seiner Lieblingsband. Wir haben uns dann am Stadtrand von Halle gestellt. Dort hat uns als erstes ein LKW der Armee mitgenommen, der russischen Armee. Und haben es tatsächlich dann an dem einen Tag noch geschafft, so war es dann schon dunkel, bis nach Stralsund hochzufahren. So, dort haben wir kurz vor der Stadt dann, wie wir es immer genannt haben, Open Air übernachten gemacht. Das heißt, wir haben im Schlafsack in der Nähe der Straße, irgendwo auf dem Parkplatz oder so geschlafen. Nächsten Tag haben dann das Konzert dort mitgemacht. Karussell war auch im Westen bekannt und durfte zu Konzerten ins sogenannte nicht-sozialistische Ausland reisen. Diese Reisefreiheit hatte auch wirtschaftspolitische Gründe. Die Künstler selbst profitierten nur wenig. Na, also ich denke, dass ein Konzert anfangs in der Bundesrepublik so vielleicht 5.000-8.000 D-Mark, dass die Künstleragentur das verlangt hat. Und wir haben dann praktisch 300 D-Mark bekommen und den Rest hat der Staat genommen. Ehrlich will ich bleiben, ehrlich will ich sein.
Wie alle DDR-Musiker mussten auch die Künstler von Karussell zahlreiche Vorschriften einhalten. Sonst drohte der Verlust der Spielerlaubnis. Am gravierendsten, jeder neue Liedtext musste genehmigt werden. Wir wollten natürlich nichts ändern. Und oft war es auch so, dass wir live noch etwas anders gesungen haben, als es auf der Platte oder im Rundfunk produziert worden ist, dass wir dann die Originaltexte live dann doch gesungen haben. Offene Kritik am Staat war gefährlich. Deswegen wurde sie zwischen den Zeilen transportiert und die Menschen begriffen das. Zum Beispiel bei dem Hit Albatros von Karat. Das Lied wurde als Kritik an der fehlenden Reisefreiheit verstanden. Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit der Meere. Doch wenn er gefangen in Anblick und Schlingen mit Zittern und Lust und Menschen geschwingen. Doch es gab auch DDR-Gruppen, denen die Kritik zwischen den Zeilen nicht reichte. Eine Band, die keine Kompromisse mehr eingehen wollte, war Renft. Anfang der 70er Jahre machten sie Furore. Also Renft waren musikalisch super und ich habe sie mal bei den Proben mal besucht. Und das war natürlich auch sehr beeindruckend, schon die Arbeit untereinander. Es war also wirklich auch eine tolle Truppe. Die Renft-Konzerte, die waren immer super besucht. Also sie waren immer kritisch, fand ich. Die jungen Wilden aus Leipzig wurden schnell in der ganzen DDR populär. Der Rundfunk spielte sie, sie durften Platten produzieren und im Fernsehen auftreten. Manchmal fällt ab uns der Frost und macht uns hart. Doch 1974 gerieten sie mit der Zensur aneinander. Beim Komitee für Unterhaltungskunst in Berlin kam es zum Eklat, obwohl man dort von der Musik sehr angetan war. Und da sagt er, das ist ja fantastisch. Also, das ist ja eine fantastische Musik, das ist ja international. So, und dann schoben wir aber dann klammheimlich dann zwei unserer Textvorstellungen durch, ihm, er lasse, und die Kinnlade ging runter. Das geht auf keinen Fall, das geht nicht. Das war Glaubensfahren und das war die Rockballade vom kleinen Otto, also Text von dieser versuchten Republikflucht. Nach dem Tüten kleben wollte nicht mehr leben, er fuhr nach Wittenberge auf und ging in die Elbe, die Stelle war dieselbe, vielleicht auch den Hamburg wieder auf. Und ist die Zeit vorbei. Die Zeit von Renft in der DDR war 1975 vorbei. Den Musikern wurden die Berufsausweise entzogen, mehrere Bandmitglieder gingen in den Westen. Und das Entsetzen war wirklich groß, als die Band verboten wurde. Offen die Probleme anzusprechen, das war gefährlich in der DDR. Deswegen nutzten die Menschen satirische Veranstaltungen, auch um Dampf abzulassen, wie den Fasching. Also die Bedeutung des Karnevals ist relativ hoch gewesen. Die Bürger brauchten ein Ventil und diese Karnevalclubs waren ein relativ gutes Ventil, um etwas Druck abzulassen, um sich selbst zu inszenieren, um sich selbst darzustellen, auch ein bisschen zu spötteln, auch über die DDR etwas mit so einem gewissen Hintersinn. Es gab zum Beispiel sehr berühmte Flüsterwitze, zum Beispiel: Nennen Sie mir drei Luxusgüter der DDR. Ein eigenes Auto, ein eigenes Haus und eine eigene Meinung. Wir fliegen gleich, die Löcher aus dem Kind. Faschingsfeiern gab es in der DDR von Kindesbeinen an. Schon in Kindergarten und Schule wurde sich verkleidet, bis ins hohe Alter. Unsere Rentner wollen den jungen Menschen nicht nachstehen.
Die Ortsgruppe der Volkssolidarität hat zu diesem Faschingsball eingeladen. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und erben fast der Heidi von hinten an die Schulter. Ja, und es gab ja da auch Kussfreiheit und solche Sachen. Das haben wir schon auch ausgelebt. So. Das war, ja, musste immer auf der Hut sein. Das war nicht den falschen Küste. Das Mekka des DDR-Faschings war die Kleinstadt Wasungen in Thüringen. Schon im Mittelalter wurde hier gefeiert. Zu DDR-Zeiten diente der hiesige Karneval auch dazu, die Defizite im Land der Arbeiter und Bauern zu kritisieren. Mangelwirtschaft wurde genauso angeprangert wie später die Umweltverschmutzung. Bei den Büttenreden musste besonders aufgepasst werden, denn sie wurden vorher zensiert. Dieter Mahler war 1986 Prinz in Wasungen. Wir haben sehr viele Büttenreden, obwohl das sehr schwer ist. Ich habe ja auch welche geschrieben, in Plattdeutsch zu schreiben. Und das haben die sehr gerne getan, die Büttenredner, weil da die Stasi nicht so richtig hinterherkam mit dem Plattdeutsch, weil sie das nicht verstanden haben. Deswegen sind die Bütten zu 80% in Plattdeutsch gemacht worden, also im Wasunger Dialekt. Die Popularität des Wasunger Karnevals brachte ein besonderes Problem mit sich. Denn Hippies aus der ganzen DDR reisten hierher, um mitzufeiern. Sie wurden sogar von der Stasi mit Kameras überwacht. Die Polizei versuchte zwar, den Ort abzuschirmen, doch das gelang nur teilweise. 1988 eskalierte die Situation. Und zu DDR-Zeiten haben hier die Zuschauer 4er-5er-Reihe an den Bürgersteigen gestanden. Da haben sich halt so ein paar Jugendliche auf das Dach da oben drauf gesetzt, auf die Dachladen. Die unteren haben es gesehen, sind auch noch hoch. Und da saßen vielleicht so 50, 60 Leute auf dem Dach. Und da hat sich die Stasi natürlich so richtig ausgetobt. Sind sie mit Wasserwerfer angerückt und haben eine Hausbesetzung draus gemacht. Und haben die mit Wasserwerfer bombardiert und haben sie alle mitgenommen, haben sie auf die Fahrzeuge geschmissen und mitgenommen. Also das war sehr traurig, weil die wollten ja nichts Böses. Die wollten ganz einfach von oben den Umzug sehen. Und das hat die Stasi eben da voll ausgespielt, um da so richtig Remedemi zu machen. Nicht nur beim Karneval flossen Wein, Bier und Schnaps in Strömen. Denn auch in der DDR galt, wo gefeiert wurde, gab's Alkohol. Und der war keine Mangelware. Zumindest Bier und Schnaps waren immer reichlich verfügbar und preiswert. Das führte in bestimmten Lebensbereichen dazu, dass tatsächlich gesoffen wurde. Besonders heftig ging es bei der Nationalen Volksarmee zu. Die jungen Soldaten hatten meist nur selten Ausgang und wenig Heimaturlaub. Ich glaube, bei der NVA wurde mit am meisten getrunken. Das hatte auch ein bisschen mit der fehlenden Sinnhaftigkeit des Tuns dort zu tun letztlich. Und das größte Hobby war, irgendwie Flaschen mit Schnaps reinzuschmuggeln, wenn man vom Ausgang kam. Und da wurden, also da gab es Ideen ohne Grenzen. Also wir hatten damals so einen Single-Club und haben eine Bassgitarre dabei gehabt. Und zu der Bassgitarre war ein alter MV3-Verstärker. So ein Verstärker, so groß, und der stand auf einer großen Box. Und diese Box, da waren die Schrauben schon ganz ausgeleert, weil wir den immer aufgeschraubt haben, Decken unten reingemacht und dann das Getränk unserer Wahl damit in die Kaserne reingeholt haben. Wir hatten also die Hunde zu versorgen an der Grenze und fuhren damit Milchkannen, große Milchkannen, das Hundefutter aus. Und die Milchkannen waren manchmal ein hervorragendes Versteck. Wenn Sie wissen, was ich meine. Auch während der Arbeit wurde getrunken. Noch bis 1969 hatten Brauereiarbeiter das Recht, ihren Durst mit Bier zu löschen. In anderen Betrieben gab es eine Zeit lang billiges Bier wegen der Hitze. Planerfüllung war wichtiger als Arbeitsschutz. Also bei Schott war es so, dass die durchschnittliche Raumtemperatur je nach Abteilung bei 50 bis 70 Grad lag. Deswegen war es so, dass in bestimmten Abteilungen jeder bis 3 Flaschen kaufen konnte und auch trinken konnte offiziell. Und in manchen Abteilungen 6, wo es noch ein Stückchen wärmer war. Das führte dann natürlich zu ganz vielen Unfällen, weil es unkontrollierbar war. Bier floss auch in anderen sozialistischen Betrieben. Die Flasche war kein seltener Begleiter der Arbeiter und Bauern. Unser Bassgitarrist Matthias hat angefangen als
Werkzeugmacher, glaube ich. Und war eben da so der Jüngste. Und der musste jeden Morgen los erstmal und musste irgendwie Bier holen. Morgens um 6 oder 6:30 oder so. Und dann hat er eben da seinen Leuten das verteilt und die haben sich erstmal schick gemacht und haben dann eben sich auf das Tagwerk vorbereitet. Ja. Das Trinkverhalten der DDR-Bevölkerung wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte stark. In den 60er Jahren lag die Zahl noch relativ gering. Da wurde pro Kopf, pro Jahr ungefähr 3 Liter Schnaps getrunken, 3 Liter Wein und Schaumwein und 80 Liter Bier, sagt man so ungefähr, im Jahr. Das hat sich dann in den 80er Jahren schon relativ verdoppelt und verdreifacht, also bei Spirituosen sogar vervierfacht. Was wir hier im Getränkekombinat Berlin aufgebaut haben, ist unser Pro-Kopf-Verbrauch an alkoholischen Getränken im Jahre 1988 laut statistischem Jahrbuch. Diese Menge trank also jeder von uns vom Säugling bis zum Greis. 17 Kästen Bier, 17 Flaschen Wein oder Sekt und 23 Flaschen Schnaps. Also es gibt relativ konkrete Zahlen vom Gesundheitsministerium der DDR. Im Jahr 1987 stellte man fest, dass 12% der Bevölkerung unter einer gewissen Art von Alkoholismus litten. Zum Beispiel sagt man auch, dass in der DDR die Zahl an Ehescheidungen relativ häufig mit dem Alkoholkonsum zusammenhängen und auch relativ hoch waren. In den 80er Jahren wurde in der DDR zwar viel mehr Schnaps getrunken als in der BRD, zeitweise war man sogar Weltmeister. Doch beim Pro-Kopf-Alkoholverbrauch lag die BRD immer vorn. Fazit: Die DDR war kein Land von Säufern. Die große Mehrheit der Bevölkerung trank in Maßen und mit Genuss. Auch in den zahlreichen Bars der Republik, die gab es vorrangig in den Großstädten. Der Leipziger Schorschel war durch die Messe sogar international bekannt. Bis früh um 4 konnte man sich hier amüsieren, auch in der Woche. Der Schorschel ist eine Legende und da sind auch viele Ehen entstanden oder haben sich kennengelernt. Die haben sich dann sind locker geworden durch den Alkohol. Dafür habe ich gesorgt, ich müsste auch Umsatz machen. Bärbel Müller hat fast 15 Jahre hier gearbeitet, zuletzt etliche Jahre an der Bar. Niederlande, Westdeutschland, aber auch DDR-Leutchen, die in Schorschel kamen und was erleben wollten und haben da ihren Märchenprinzen gefunden. Die Ehen existieren heute noch. Auch die von Katrin Hennecke, die 1983 ihren Prinzen im Schorschel getroffen hat, an der Bar. Sie, die politisch überzeugte Bauingenieurin aus der DDR, traf Dieter, den Unternehmensberater aus dem Westen. Er hat sich dann durch seinen Charme dann doch durchsetzen können. Wir haben getanzt und wir haben ein bisschen was getrunken. Ja, und irgendwann stellt sich dann die Frage, wo geht's hin? Und es ging hin, zu mir nach Hause. Im Dezember 1984 folgte die dramatische Flucht über Ungarn. Katrin Hennecke versteckte sich im umgebauten Tank dieses Mercedes und stand Todesängste aus. Wir hatten beide Tabletten dabei. Also wir haben gesagt, wir nehmen uns das Leben, wenn das nicht klappt. Und dann hatte die schon halb im Mund, dann fuhr er weiter. Und dann hat er Gas gegeben und jetzt wusste ich, jetzt ist vorbei, jetzt bist du durch. Und das heißt, das pupperte ohne Ende und ja, und als er dann abgeleuchtet hatte und sagte, fahren Sie, Sie können weiterfahren. Und als wir dann aus dem Ort raus waren, dann habe ich sie dann ausgebaut. Und dann haben wir eine Flasche Sekt getrunken. Zu Messezeiten ging es im Schorschel besonders hoch her. Die Bar war ständig ausgebucht, doch Ostdeutsche waren dann nur selten hier anzutreffen, wegen der Preise. Also ich kann mich entsinnen, das Jahr über kostete ein Glas Rotkäppchen an der Bar 5 Mark und 5 Pfennig. Und zur Messe, das weiß ich noch hundertprozentig, waren es 15,20 Mark. So. Zur Messezeit herrschte nicht nur im Schorschel Hochkonjunktur ganz anderer Art. Die Frau als Ware, das durfte im Sozialismus nicht sein. Und offiziell gab es auch keine Prostitution. Doch besonders in Großstädten, wo ausländische Männer mit harten Devisen im Portemonnaie gastierten, war sie nichts Außergewöhnliches.
Das Interhotel Merkur in Leipzig. Zu Messezeiten hatte die Prostitution hier Hochkonjunktur. Der damalige Barchef erinnert sich. Ja, 500 D-Mark war der Spitzenpreis. Und dann wurde untereinander ausgetauscht, wie viel. Oder das hast du ja irgendwann mal ein bisschen mitgekriegt. Oder es war schon ein Thema. Aber das zu unterbinden ist sehr, sehr schwierig. Wenn der Hotel gesagt hat, wenn die Dame mit reinnimmt, dann nehme ich die mit rein. Ja, da konnte ich nichts machen in der Beziehung. Also es war manchmal auch an der Grenze, wo ich sagte, na, jetzt wird sie vielleicht mal die rote Lampe anmachen oder was. Was es gegeben hat, waren drei Formen von Prostitution. Das eine war die individuelle, dass einzelne Frauen sich prostituiert haben, in der Regel dann für Westgeld. Dann gab es Prostitution, auch hier in Leipzig, wiederum zur Messezeit, die zumindest staatlich geduldet wurde. Und es gab Formen der Prostitution im Auftrag der Geheimpolizei, dass eben junge Frauen sich westdeutschen, westlichen industriellen Politikern nähern sollten, um über diesen Weg Informationen für die Staatssicherheit zu gewinnen. Bilder eines Stasi-Lehrfilms über IM Eva. Sie war eine von vielen inoffiziellen Mitarbeiterinnen, die in Bars und Hotels mit ihrem guten Aussehen Informationen beschaffen sollte. Geistig rege, äußerst kontaktfreudig und selbstsicher auftretend war es Eva möglich, zu materiell gut gestellten männlichen Personen, insbesondere aus dem NSA, Kontakte und Intimbeziehungen herzustellen. Ihr Verhalten und Entgegenkommen wurde von den Intimpartnern oft sehr großzügig honoriert und erlangte die Sicherheitslage der DDR betreffende Informationen. Hotels, Bars und Diskotheken waren auch ihr Arbeitsplatz. Heidi Witwer war zu DDR-Zeiten die Top-Stripperin im Bezirk Leipzig. Tja, 30 Jahre ist es her, das Strippen. So hab's angefangen. Geile Zeit. Rasend schnell geht das vorbei. Bilder ihrer Einstufung durch die Konzert- und Gastspieldirektion Leipzig. Lange war Striptease in der DDR tabu. Erst Ende der 80er durfte sich auch im real existierenden Sozialismus auf der Bühne ausgezogen werden. Doch bevor die Mädchen in Bars und Diskotheken ihre Hüllen fallen lassen durften, sollten sie sich einer offiziellen Einstufung unterziehen. Die Kulturfunktionäre wollten sichergehen, dass die sozialistische Moral nicht flöten geht. Aber das sieht man mal, ich war vorher noch nie auf der Bühne. Ich bin ja sowas von ängstlich. Aber ich frohlocke. Zum Striptease kam sie zufällig. Im richtigen Leben arbeitete Heidi Witwer als Rundfunkfachverkäuferin. Mit dem Nebenjob als Stripperin verdiente sie plötzlich viel mehr Geld als in ihrem eigentlichen Job. Ich denke so mal 88, 89 war die Zeit, wo es dann richtig losging. Mir kam das auch so vor, als, wie gesagt, 40 Jahre hatte der Wessi nackt, der Ossi nischt und jetzt wollten die alles nachholen. Und also ich hätte mich dumm und dämlich mucken können. Als Striptease-Tänzerin habe ich da zwischen 150 dann 300 Mark pro Auftritt bekommen. So, und so ein Auftritt ging 7-8 Minuten, mehr nicht. Da bin ich zunächst. Und wenn man sich überlegt, dass ich in einer Woche Leipziger Messe die ganzen Bars abgefahren bin. In einer Nacht sind wir 50 Kilometer gefahren und das 7 Tage, eine ganze Woche lang. Und habe in einer Woche einen Wartburg verdient für einen DDR-Bürger. Unvorstellbar. Zum Strippen brauchte sie erotische Dessous. Doch die gab's nicht in der DDR. Deswegen ließ sie sich viel aus dem Westen mitbringen. Oder schneiderte selbst drauf los. Das kann sich heutzutage niemand mehr vorstellen, dass man sowas in einer Woche machen kann. Jede einzelne Paillette aufgesetzt, genäht, man hat ein Einzelstück und das war's eben. Hier, Signalwirkung, olla, hier fällt alles runter. Irgend so ein Band gewesen, das leuchtet im UV-Licht. Ich habe das klein geschnitten, zusammengeknüppelt und wenn man das dann anhat, perfekt. Das ist ein super Effekt, dass in der DDR wusstest du, du musstest aus Kackebonbons machen, ging nicht anders. Auch Männer strippten in der Deutschen Demokratischen Republik. Schließlich hatten auch die Frauen Nachholbedarf. Die erotischen Aufführungen standen hoch im Kurs. Stripper waren heiß begehrt. Wenn Frauen losgelassen werden auf Stripper,
Horror. Und ich glaube, bei den Jungs war es auch damals so, wenn die irgendwo aufgetaucht sind, die Frauen haben so getan, es interessiert mich nicht, mein Mann ist ja dabei, aber wehe, die waren alleine. Frauentagsveranstaltungen. Dann, da habe ich mich an den Kopf gegriffen und habe gedacht, also ich trippe selber, aber so würde ich mal nie werden. Die haben sich dort nackig, die kamen gleich an und haben keine Schlüpper angehabt. Die Frauen im Publikum. Guten Abend, meine Damen und Herren. Festlich Empfang des Zentralkomitees der SED zum Internationalen Frauentag. Am 8. März war der Feiertag der Frau, von Staats wegen. Frei hatten die Frauen nicht. Vor gemeinsamen Feiern am Abend stand das Festprogramm am Arbeitsplatz. Betriebsleiter oder Parteifunktionäre lobten das schwache Geschlecht als unverzichtbar beim Aufbau des Sozialismus. Es gab Urkunden und Blümchen. Doch echte Schnittblumen waren Anfang März oft Mangelware. Und da haben die Männer auch Alpenveilchen besorgt für die Frauen, zusammengebunden, damit jede Frau eben hier so ein paar Blümchen kriegte. An der Seite, so auf Fensterbrett, lagen diese Sträuße. Also nicht im Wasser. Und es kam die erste Rede und es kam die zweite Rede. Das letzten Endes, als diese Blümchen überreicht wurden, die natürlich ein trauriges Aussehen hatten. Wir wurden von unseren Chefs bedient und das war schon... haben sie ganz nett gemacht, indem sie sich eine Schürze umgebunden haben und haben die Sache sehr ernst genommen. Also die Rolle der Frau in der DDR war formal gekennzeichnet durch Gleichberechtigung. Das wurde unterstützt durch eine ganze Reihe von frauenfördernden Maßnahmen bis hin zu einem arbeitsfreien Hausarbeitstag pro Monat, besondere Regelungen für Mütter und Vergünstigungen also. Und es wurde unterstützt durch Auszeichnungen und dann natürlich die Feiern zum Internationalen Frauentag. De facto waren Frauen in der Regel nicht gleichberechtigt, zumindest nicht, wenn es um leitende Positionen ging, bis hin zum Politbüro. Das Leben in der DDR. Es gab Willkür, Mangelwirtschaft und es wurde beschränkt durch fehlende Meinungs- und Reisefreiheit. Trotz alledem haben die Menschen es auch in guter Erinnerung. Die DDR war mein Land. Es war in der Summe der Ereignisse ein missratenes Land, aber es war mein missratenes Land. Ich habe 35 Jahre dort gelebt, bin dort groß geworden, Kinder gezeugt, habe Eltern, Frau, Familie, Freunde gehabt. Also es war meine Heimat und das ist auch nicht wegzudeuten. Ich habe den Staat mit aufgebaut. Das ist mein Leben gewesen. Und das hat aufgehört eigentlich 1980. 1980 hat mein Sohn Republikflucht gemacht. Ich habe die DDR in zwiespältiger Form in Erinnerung. Und was ich heute vielleicht davon mitnehmen kann, dass das, was damals die Leute im Osten erkämpft haben auf der Straße 89, also für demokratische Grundwerte, für freie Wahlen, keine Selbstverständlichkeit ist und dass das immer wieder eine Sache ist, die du pflegen musst. Und ich möchte es nicht gemisst haben, auch das erlebt zu haben, weil man auch in vielerlei Hinsicht doch ein anderes Bild bekommt, wie man auch die Gesellschaft hier sieht. Der DDR als Staat trauere ich überhaupt nicht nach, aber als dem Ort, wo meine Freunde, meine Familie, wo Menschen waren, die ich liebe, wo die der Stadtteil ist, in dem ich Murmeln gespielt habe, das ist für mich Heimat. Also ich trauere meiner Heimat nach, aber nicht der DDR. Das heißt aber nicht, dass mir die Bundesrepublik gefällt. Wir haben sehr viele Büttenreden, obwohl das sehr schwer ist. Ich habe ja auch welche geschrieben, in Plattdeutsch zu schreiben. Und das haben die sehr gerne getan, die Büttenredner, weil da die Stasi nicht so richtig hinterherkam mit dem Plattdeutsch, weil sie das nicht verstanden haben. Deswegen sind die Bütten zu 80% in Plattdeutsch gemacht worden, also im Wasunger Dialekt. Die Popularität des Wasunger Karnevals brachte ein besonderes Problem mit sich. Denn Hippies aus der ganzen DDR reisten hierher, um mitzufeiern.
Sie wurden sogar von der Stasi mit Kameras überwacht. Die Polizei versuchte zwar, den Ort abzuschirmen, doch das gelang nur teilweise. 1988 eskalierte die Situation. Und zu DDR-Zeiten haben hier die Zuschauer 4er-5er-Reihe an den Bürgersteigen gestanden. Da haben sich halt so ein paar Jugendliche auf das Dach da oben drauf gesetzt, auf die Dachlatten. Die unteren haben es gesehen, sind auch noch hoch. Und da saßen vielleicht so 50, 60 Leute auf dem Dach. Und da hat sich die Stasi natürlich so richtig ausgetobt. Sind sie mit Wasserwerfer angerückt und haben eine Hausbesetzung draus gemacht. Und haben die mit Wasserwerfer bombardiert und haben sie alle mitgenommen, haben sie auf die Fahrzeuge geschmissen und mitgenommen. Also das war sehr traurig, weil die wollten ja nichts Böses, die wollten ganz einfach von oben den Umzug sehen. Und das hat die Stasi eben da voll ausgespielt, um da so richtig Remedemi zu machen. Nicht nur beim Karneval flossen Wein, Bier und Schnaps in Strömen. Denn auch in der DDR galt, wo gefeiert wurde, gab's Alkohol. Und der war keine Mangelware. Zumindest Bier und Schnaps waren immer reichlich verfügbar und preiswert. Das führte in bestimmten Lebensbereichen dazu, dass tatsächlich gesoffen wurde. Besonders heftig ging es bei der Nationalen Volksarmee zu. Die jungen Soldaten hatten meist nur selten Ausgang und wenig Heimaturlaub. Ich glaube, bei der NVA wurde mit am meisten getrunken. Das hatte auch ein bisschen mit der fehlenden Sinnhaftigkeit des Tuns dort zu tun letztlich. Und das größte Hobby war, irgendwie Flaschen mit Schnaps reinzuschmuggeln, wenn man vom Ausgang kam. Und da wurden, also da gab es Ideen ohne Grenzen. Also wir hatten damals so einen Singeclub und haben eine Bassgitarre dabei gehabt. Und zu der Bassgitarre war ein alter MV3-Verstärker. So ein Verstärker, so groß, und der stand auf einer großen Box. Und diese Box, da waren die Schrauben schon ganz ausgeleert, weil wir den immer aufgeschraubt haben, Decken unten reingemacht und dann das Getränk unserer Wahl damit in die Kaserne reingeholt haben. Wir hatten also die Hunde zu versorgen an der Grenze und fuhren damit Milchkannen, große Milchkannen, das Hundefutter aus. Und die Milchkannen waren manchmal ein hervorragendes Versteck. Wenn Sie wissen, was ich meine. Auch während der Arbeit wurde getrunken. Noch bis 1969 hatten Brauereiarbeiter das Recht, ihren Durst mit Bier zu löschen. In anderen Betrieben gab es eine Zeit lang billiges Bier wegen der Hitze. Planerfüllung war wichtiger als Arbeitsschutz. Also bei Schott war es so, dass die durchschnittliche Raumtemperatur je nach Abteilung bei 50 bis 70 Grad lag. Deswegen war es so, dass in bestimmten Abteilungen jeder bis 3 Flaschen kaufen konnte und auch trinken konnte offiziell. Und in manchen Abteilungen 6, wo es noch ein Stückchen wärmer war. Das führte dann natürlich zu ganz vielen Unfällen, weil es unkontrollierbar war. Bier floss auch in anderen sozialistischen Betrieben. Die Flasche war kein seltener Begleiter der Arbeiter und Bauern. Unser Bassgitarrist Matthias hat angefangen als Werkzeugmacher, glaube ich. Und war eben da so der Jüngste. Und der musste jeden Morgen los erstmal. Und musste irgendwie Bier holen. Morgens um 6 oder 6:30 oder so. Und dann hat er eben da seinen Leuten das verteilt und die haben sich erstmal schick gemacht und haben dann eben sich auf das Tagwerk vorbereitet. Ja. Das Trinkverhalten der DDR-Bevölkerung wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte stark. In den 60er Jahren lag die Zahl noch relativ gering. Da wurde pro Kopf, pro Jahr ungefähr 3 Liter Schnaps getrunken, 3 Liter Wein und Schaumwein und 80 Liter Bier, sagt man so ungefähr, im Jahr. Das hat sich dann in den 80er Jahren schon relativ verdoppelt und verdreifacht, also bei Spirituosen sogar vervierfacht. Was wir hier im Getränkekombinat Berlin aufgebaut haben, ist unser Pro-Kopf-Verbrauch an alkoholischen Getränken im Jahre 1988 laut statistischem Jahrbuch. Diese Menge trank also jeder von uns vom Säugling bis zum Greis. 17 Kästen Bier, 17 Flaschen Wein oder Sekt und 23 Flaschen Schnaps. Also es gibt relativ konkrete Zahlen vom Gesundheitsministerium der DDR. Im Jahr 1987 stellte man fest, dass 12% der Bevölkerung
unter einer gewissen Art von Alkoholismus litten. Zum Beispiel sagt man auch, dass in der DDR die Zahl an Ehescheidungen relativ häufig mit dem Alkoholkonsum zusammenhängen und auch relativ hoch waren. In den 80er Jahren wurde in der DDR zwar viel mehr Schnaps getrunken als in der BRD, zeitweise war man sogar Weltmeister. Doch beim Pro-Kopf-Alkoholverbrauch lag die BRD immer vorn. Fazit: Die DDR war kein Land von Säufern. Die große Mehrheit der Bevölkerung trank in Maßen und mit Genuss. Auch in den zahlreichen Bars der Republik, die gab es vorrangig in den Großstädten. Der Leipziger Schorschel war durch die Messe sogar international bekannt. Bis früh um vier konnte man sich hier amüsieren, auch in der Woche. Der Schorschel ist eine Legende und da sind auch viele Ehen entstanden oder haben sich kennengelernt. Die haben sich dann sind locker geworden durch den Alkohol. Dafür habe ich gesorgt, ich musste auch Umsatz machen. Eine Lösung hatte er auch für Musik ohne Diskothekenlizenz oder Lieder, die im DDR-Rundfunk überhaupt nicht liefen, weil sie die SED-Funktionäre ablehnten. Es gab natürlich damals Musik, die durfte nicht gespielt werden. Die war vom Westradio aufgenommen zum Beispiel. Und damit die keiner gefunden hat, hatte ich ein Geheimfach hier eingebaut. Und da drinnen waren die Kassetten untergebracht. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Auch die mit dem Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Mal eben nach Ost-Berlin. Ich konnte halt offiziell den Sonderzug nie spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe aufgebaut, die Leute standen alle draußen vor der Tür und ich habe den Sonderzug aufgelegt, aber nicht bei der Veranstaltung. Verbote in puncto Musik reichen weit in die DDR-Geschichte zurück. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre traf sich die Nachkriegsgeneration auch in der DDR zum Tanz, meist in Gaststätten bei Live-Musik. Die Kombos spielten die Musik ihrer westlichen Vorbilder, doch tanzen wie im Westen, das war zunächst verboten. Ich bin mit meiner Freundin jedes Wochenende zum Tanzen gegangen. Und da haben wir uns mit Boogie-Woogie und Swing-Musik eben geschafft. Und das war unser Höhepunkt von der ganzen Woche. Das Rock'n'Roll-Tanzen oder das Auseinandertanzen und wenn es dann so mit Überschlag noch war, das war natürlich fast strengstens verboten, ja, weil das passte nicht zu sozialistischen jungen Persönlichkeiten. Das wollte man nicht haben. Es ist schon vorgekommen, dass man die Leute von der Tanzfläche genommen hat und dann gesagt hat, du machst das jetzt hier nicht mehr und die nächsten vier Wochen wollen wir dich hier nicht mehr sehen. Eine der beliebtesten Bands dieser Zeit waren die Butlers aus Leipzig. Auch sie spielten am Wochenende in den Gaststätten zum Tanz auf. Schlagzeuger Hans-Dieter Schmidt erinnert sich. Unser Favorit war hauptsächlich schwarze Musik. Little Richard, Chuck Berry und natürlich auch einige weiße Ikonen wie Bill Haley. Später spielten sie auch Beatmusik. Sogar im DDR-Fernsehen durften die Butlers auftreten. Doch die Partei- und Kulturfunktionäre hatten Angst vor den westlichen Klängen. In der Presse mehrten sich Artikel, die Rock und Beat verunglimpften. Unter der Regierung von Walter Ulbricht wurde es eng für Westmusik. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen. 1965, das berüchtigte Rolling Stones-Konzert in der Westberliner Waldbühne. Die Ausschreitungen nach dem Konzert waren für die DDR-Funktionäre ein willkommener Anlass, der Westmusik einen Riegel vorzuschieben. Kurzerhand wurden die allermeisten Beatgruppen einfach verboten, auch die Butlers. Da haben wir ein Schreiben von der Abteilung Kultur bekommen beim Rat der Stadt Leipzig, dass die Gruppe nicht mehr auftreten darf. Der US-Imperialismus stumpft die mit dem Rock'n'Roll die Jugend nicht ab. Alle Bands, die einen englischen Gruppennamen hatten, das wurde also untersagt. Dieses Beatverbot wurde also publik. Und da herrscht erstmal ein großer Frust und Erstaunen. Es war erstmal eine Lähmung da. Das war plötzlich eine ganz andere Musikszene. Auf einmal brave Tanzmusik vom Wiener Walzer bis zum Foxtrot und so weiter. Und das waren die jungen Leute nicht gewillt, sich das bieten zu lassen.
Es kam in Leipzig zur größten nicht genehmigten Demo nach 1953. Doch die DDR-Führung griff durch, sperrte viele Beat-Anhänger ein. Kulturelle Abschottung aus Angst vor Jugendrevolten. Es geht nicht nur gegen die Musik, es geht auch gegen sehr viele Schriftsteller und vor allen Dingen auch gegen kritische DEFA-Filme. Ein ganzer Jahrgang von DEFA-Filmen wird verboten. Denk bloß nicht, ich heule, das Kaninchen bin ich, Spur der Steine, noch mehrere andere. Das war sozusagen ein kulturpolitischer Kahlschlag. Erst allmählich wurden die Zügel wieder gelockert. Besonders vor den Weltfestspielen 1973. Beat und Rock waren keine Tabus mehr. Man wollte Weltoffenheit zeigen. So brannten sich auch zunehmend westliche Subkulturen ihren Weg in den Sozialismus. So schwappte knapp 10 Jahre nach den Weltfestspielen die englische No-Future-Welle in die DDR über. Punk, made in GDR, war vor allem in den Großstädten präsent. Nicht nur von der Bevölkerung wurden die jungen Leute mit den abgewetzten Lederjacken schräg angeguckt. Kaputte Hosen, Irokesenschnitt und Pogo-Tanz, das war zu viel für Partei und Staatssicherheit. Punks, das war ja auch eine totale Provokation. Aber das war an sich ursprünglich, denke ich mal, nicht so angelegt, um irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen. Die wollten einfach nur anders leben. Und haben gemerkt, dass sie in diesem Mief DDR nicht anders leben konnten. Es waren abweichend von einer gewissen Normvorstellung, von einer Moralvorstellung, von einer Vorstellung einer sozialistischen Persönlichkeit. Und immer wenn das eingetreten ist, egal in welchem Bereich DDR, wurde argwöhnisch drauf geguckt und dann ging natürlich auch die Staatssicherheit ins Rennen. Kim Pickenhain wurde 1982 Punkerin. Während ihrer Lehre zur Fachverkäuferin in Karl-Marx-Stadt. Sie war 17 Jahre alt und wollte eigentlich nur anders sein. Ich hatte nichts gemacht. Nein, ich hatte meine Lederjacke an, da stand hinten drauf irgendwie, nur wer sich bewegt, hört seine Ketten rasseln zum Beispiel. Das war mein politisches Statement. Aber sie haben es halt einfach so politisiert, dass ich irgendwann wirklich politisch geworden bin dadurch. Es war ja halt, das ist ein Unruheherd, der gehört ja nicht her. Das darf es nicht geben in der DDR. Es darf keine Punks in der DDR geben, Punkt. Kim Pickenhain ging es wie vielen Punks. Ablehnung an allen Fronten. 19. Ich denke, dass ein Konzert anfangs in der Bundesrepublik so vielleicht 5.000, 8.000 D-Mark dass die Künstleragentur das verlangt hat. Und wir haben dann praktisch 300 D-Mark bekommen und den Rest hat der Staat genommen. Wie alle DDR-Musiker mussten auch die Künstler von Karussell zahlreiche Vorschriften einhalten. Sonst drohte der Verlust der Spielerlaubnis. Am gravierendsten, jeder neue Liedtext musste genehmigt werden. Wir wollten natürlich nichts ändern und oft war es auch so, dass wir live noch etwas anders gesungen haben, als es auf der Platte oder im Rundfunk produziert worden ist, dass wir dann die Originaltexte live dann doch gesungen haben. Offene Kritik am Staat war gefährlich. Deswegen wurde sie zwischen den Zeilen transportiert und die Menschen begriffen das. Zum Beispiel bei dem Hit Albatros von Karat. Das Lied wurde als Kritik an der fehlenden Reisefreiheit verstanden. Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit. Doch es gab auch DDR-Gruppen, denen die Kritik zwischen den Zeilen nicht reichte. Eine Band, die keine Kompromisse mehr eingehen wollte, war Renft. Anfang der 70er Jahre machten sie Furore. Also Renft waren musikalisch super und ich habe sie mal bei den Proben mal
besucht. Und das war natürlich auch sehr beeindruckend, schon die Arbeit untereinander. Es war also wirklich auch eine tolle Truppe. Die Renft-Konzerte, die waren immer super besucht. Also sie waren immer kritisch, fand ich. Die jungen Wilden aus Leipzig wurden schnell in der ganzen DDR populär. Der Rundfunk spielte sie, sie durften Platten produzieren und im Fernsehen auftreten. Manchmal fällt ab uns der Frost und macht uns hart. Doch 1974 gerieten sie mit der Zensur aneinander. Beim Komitee für Unterhaltungskunst in Berlin kam es zum Eklat, obwohl man dort von der Musik sehr angetan war. Und da sagt er, das ist ja fantastisch. Also, das ist ja eine fantastische Musik, das ist ja international. So, und dann schoben wir aber dann klammheimlich dann zwei unserer Textvorstellungen durch. Ihm, Erlasse, und die Kinnlade ging runter. Das geht auf keinen Fall, das geht nicht. Das war Glaubensfahren und das war die Rockballade vom kleinen Otto. Also Text von dieser versuchten Republikflucht. Nach dem Tütenkleben wollte nicht mehr leben, erfuhr nach Wittenberger auf und ging in die Elbe, die Stelle war dieselbe, vielleicht auch den Hamburg wieder auf. Und ist die Zeit vorbei. Die Zeit von Renft in der DDR war 1975 vorbei. Den Musikern wurden die Berufsausweise entzogen, mehrere Bandmitglieder gingen in den Westen. Und das Entsetzen war wirklich groß, als die Band verboten wurde. Offen die Probleme anzusprechen, das war gefährlich in der DDR. Deswegen nutzten die Menschen satirische Veranstaltungen, auch um Dampf abzulassen, wie dem Fasching. Also die Bedeutung des Karnevals ist relativ hoch gewesen. Die Bürger brauchten ein Ventil und diese Karnevalclubs waren ein relativ gutes Ventil, um etwas Druck abzulassen, um sich selbst zu inszenieren, um sich selbst darzustellen, auch ein bisschen zu spötteln, auch über die DDR etwas mit so einem gewissen Hintersinn. Es gab zum Beispiel sehr berühmte Flüsterwitze, zum Beispiel: Nennen Sie mir drei Luxusgüter der DDR. Ein eigenes Auto, ein eigenes Haus und eine eigene Meinung. Faschingsfeiern gab es in der DDR von Kindesbeinen an. Schon in Kindergarten und Schule wurde sich verkleidet, bis ins hohe Alter. Unsere Rentner wollen den jungen Menschen nicht nachstehen. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität hat zu diesem Faschingsball eingeladen. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und erben was der Heidi von hinten an die Schulter. Ja, und es gab ja da auch Kussfreiheit und solche Sachen. Das haben wir schon auch ausgelebt. So. Das war, ja, musste immer auf der Hut sein. Das war nicht den falschen Küste. Das Mekka des DDR-Faschings war die Kleinstadt Wasungen in Thüringen. Schon im Mittelalter wurde hier gefeiert. Zu DDR-Zeiten diente der hiesige Karneval auch dazu, die Defizite im Land der Arbeiter und Bauern zu kritisieren. Mangelwirtschaft wurde genauso angeprangert wie später die Umweltverschmutzung. Bei den Büttenreden musste besonders aufgepasst werden, denn sie wurden vorher zensiert. Dieter Mahler war 1986 Prinz in Wasungen. Das Leben in der DDR. Neben Massenveranstaltungen, Parolen der Partei und einem harten Arbeitsalltag gab es auch private Nischen, um sich zu zerstreuen, sich zu vergnügen und zu feiern. Ich versuche heute den Leuten auch immer noch zu erzählen, dass wir im Osten damals eben nicht den ganzen Tag in grauen Gewändern rumgerannt sind und keine Witze erzählen durften und keine Party gehabt haben und traurig waren und geweint haben. Nee, wir hatten eine gute Zeit. Natürlich gab es viele Sachen, die nicht gut waren.
Party war zum Beispiel jedes Jahr Land auf, Land ab bei den Faschingsveranstaltungen angesagt. Es gab ja da auch Kussfreiheit und solche Sachen. Ja, musste immer auf der Hut sein. Das war nicht den falschen Küste. Auch Subkulturen gab es in der DDR, wenn auch unter ständiger Beobachtung der Staatssicherheit. Campino hat mal gesagt, die waren Punks. Die gab es in der DDR. Weil der Punk in der DDR wirklich Grund hat zu rebellieren. Und genauso wie im Westen strömte die Jugend auch in der DDR in die zahlreichen Diskotheken. Wir hatten in der DDR nichts anderes, was die Jugend interessiert hat. Nämlich am Ende, am Wochenende zu trinken und zu tanzen. Die Disco war am Wochenende der Treffpunkt der DDR-Jugend, um Spaß zu haben. Die Discowelle war Anfang der 70er Jahre auch in den Osten übergeschwappt und die jungen Leute liebten es, tanzen zu gehen. Was ich immer ganz praktisch fand, das fing auch zeitig an. Ich glaube, um 9 war man in der Disco und es ging halt bis Mitternacht um 1 und dann war Feierabend. Ne? Möglichst Mittwoch, Freitag, Samstag. Das war bei uns um die Ecke. Nicht so. Sobald ich irgendwie Gelegenheit hatte, bin ich immer tanzen gegangen. Also, und zwar ausgiebig und lange und viel. Ende der 80er Jahre gab es rund 8000 Schallplattenunterhalter in der DDR. So hießen die ostdeutschen DJs anfangs. Von Amts wegen, in Abgrenzung zum Klassenfeind. Sie waren zumindest in den Anfangsjahren verpflichtet, neben der Musik auch andere Elemente wie Akrobatik ins Programm aufzunehmen. Außerdem musste jeder laut Verordnung einen Lehrgang absolvieren. Barbara Siegmund organisierte die Weiterbildung für die besten DJs der DDR. Und wenn einer Disc-Jockey werden wollte, dann hat er sich dort angemeldet beim Kreiskabinett und hat so ein, da gab es ein Aufnahmegespräch. So, und wenn er das bestanden hatte und man sagte, ja, das ist okay, dann konnte er an einem Grundlehrgang teilnehmen. Und dann gab es die Pappe, wenn er das bestand. 1972 hat Rudi Reismann aus dem thüringischen Saalfeld seine Pappe gemacht. Als Amateur. Noch heute sind seine Disco-Veranstaltungen legendär. Rudi Reismann beim Anschauen seiner alten 8mm-Filme. Anfang der 70er Jahre musste er viel improvisieren, zum Beispiel beim Transport. Die Disco-Anlage wurde auf die Pritsche des LKW geladen. Weil im Führerhaus nur einer Platz hatte, musste der Helfer hinten mitfahren, auch im Winter. Und wenn kein Fahrzeug verfügbar war, wurden Tonband, Boxen und Verstärker eben einfach per Hand zum nächsten Saal gebracht. Über 30 Jahre hat Rudi Reismann in Saalfeld und Umgebung aufgelegt, auch hier in Krösten. Es war immer brechend voll, denn Rudi war bekannt wie ein bunter Hund. Es gab das einen sehr schönen Spruch, ist der Rudi in Krösten hier, sind in Saalfeld die Straßen leer. Rund 2 Ostmark bezahlten die Jugendlichen hier damals, um sich bei Rudi auszutoben. Und hier ungefähr, da hier stand ein Tisch und da war dann der Einlass. Ja, da ging es hier rein in den Saal und hier war der Remi Demi. Ja. Tanzen wollte die Jugend zu der Musik, die sie aus dem Westradio kannte. Man sehnte sich natürlich auch nach Unterhaltung und nach Unterhaltungs- und Popmusik. Und gerade in den 60er und 70er Jahren, als die ganze Beat- und Rock'n'Roll-Musik von Amerika auch nach Westdeutschland schwappte, wollte man natürlich mit auf den Zug aufspringen und hat die Westmusik geradezu aufgesogen. Doch mit der hatten DJs wie Rudi Reismann ein Problem. Denn der Staat hatte festgelegt, nur 40% der Tanzmusik durfte aus dem Westen kommen. 60% hingegen sollte aus dem Ostblock sein. Das war natürlich nicht machbar, aber ich hatte mir dann einen Trick einfallen lassen. Ich habe also praktisch nach wie vor, wie es am Anfang ja auch üblich war, 3-4 Titel gespielt als Tanzrunde, ja, und dann eine Pause. So, und in der Pause habe ich dann die, ich sag mal wirklich in Anführungsstrichen, sehr gute DDR-Musik aufgelegt, aber die konntest du zum Tanzen nicht verwenden. Für sein Publikum hat sich Rudi Reismann eine Menge einfallen lassen und vieles selbst gebaut. Denn auch Technik war Mangelware.
Besonders zu Beginn der 70er Jahre mussten die DJs in der DDR findig sein oder Westkontakte haben. Rudi Reismann entwickelte eine Konstruktion, bei der er mittels Lochband und Projektor eine Laufschrift an die Wand zauberte. Das war einmalig in der DDR. Auch das Mischpult oder das Tonband sind Marke Eigenbau und seine vibrationsresistenten Plattenspieler. So, da habe ich das mit sogenannten Schlüpfergummi gemacht. Die hängen also jetzt hier ganz weich drin. Da konntest du im Saal rumrammeln, wie du wolltest. Das hat sich nicht mehr bewegt. 1985 verließ sie das Land Richtung West-Berlin, weil sie einfach nicht mehr konnte. Von einer Lehrerin grundlos geschlagen, von der Stasi bespitzelt, von der Polizei immer wieder verhaftet. Wir sind zum Bahnhof gelaufen, wir wollten jemanden abholen. Und plötzlich hielt neben uns ein großer Wolga. Und dann war das der Hauptchef vom Volkspolizeikreisamt. Und wir halt alle in Montur, so 8 Punks. Und das ging natürlich nicht, ne? Und dann das sofort irgendwie Bescheid gegeben. Wir mussten dann festgehalten und dann kam Barkas und wir wurden eingesackt und ab in die U-Haft für 10 Stunden oder so. Es war wirklich, ne, als würde dir so eine Hand ständig irgendwie drücken. Die Punkszene brachte in der DDR ihre eigenen Musikgruppen hervor. Doch öffentliche Konzerte waren für sie verboten. Einzig die Kirche bot ihnen die Möglichkeit, ihre schrille Musik in der Öffentlichkeit zu spielen. Wie hier in Berlin. Die Kirche gab auch anderen unbequemen Künstlern ein Podium. Den kritischen Liedermachern wie Wolf Biermann, der auch im Westen bekannt war. Sein Auftritt 1976 in Köln ist legendär. Die DDR braucht endlich und wie. Rosas rote Demokratie. Ein paar Tage später wurde er ausgebürgert. Doch nach ihm trauten sich andere, mit Gitarre und poetischen Texten Probleme offen anzusprechen. Zum Beispiel Stefan Kraftschick, Bettina Wegner oder Gerhard Schöne. Ihr Publikum war meist jung und gebildet. Auch Thomas Grund gehörte dazu und organisierte illegale Konzerte. Die Zuhörer kamen vor allem wegen der Texte. Und dann kam dazu, dass in dieser Zeit dann gerade bei Biermann angefangen haben, Leute mit Schreibmaschinen und Durchschlägen die Texte abzutippen und zu verteilen. Und ich weiß, dass da auch einige Leute drunter leiden mussten, die erwischt wurden, was war staatsfeindliche Hetze. Und da konnte man 2 Jahre abfahren. Auch die Songs der Ostberliner Liedermacherin Bettina Wegner wurden so verbreitet. Schon 1968 hatte sie als Studentin wegen einer Flugblattaktion gegen den Einmarsch der Russen in Prag im Gefängnis gesessen. Später fiel sie mit ihren kritischen Texten bei der Partei in Ungnade, etwa mit dem Lied Kinder. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Solche Texte waren den Genossen ein Greuel. Bettina Wegner konnte keine eigene Platte machen, wurde nicht im Rundfunk gespielt, hatte schließlich praktisch Auftrittsverbot. Obwohl sie bleiben wollte, musste sie die DDR verlassen. Dann wurde ich vorgeladen, ich sag nicht eingeladen, sondern ich wurde vorgeladen ins Kulturministerium zu einem Herrn Müller. Und der sagte dann zu mir, Frau Wegner, Sie werden in der DDR keine Auftritte mehr haben. Dann habe ich gesagt, na gut, dann arbeite ich eben wieder in meinem erlernten Beruf. Nein, auch in Ihrem erlernten Beruf werden Sie nicht mehr arbeiten können. Wir können mit Ihnen nicht, Sie können mit uns nicht, gehen Sie doch. Und da habe ich gesagt, eine Staatsbürgerschaft ist doch nicht wie Niki, was man auszieht und wechseln kann. Ich bin doch hier verwurzelt. Ich habe das in meinen Akten ja auch lesen können. Das Ziel war, die Wegner muss in Westen. Das war das Ziel, sie haben es erreicht. Viele Musiker verließen das Land, doch die meisten blieben. Auch die Ostdeutschen
hatten ihre Stars. Aber ich muss sagen, ich habe alle Pudis-Platten, ich habe alle Silly-Platten. Ich hab das wirklich auch zu Ostzeiten. Ich habe das gemocht. Weil es waren ja auch die Bands, zu denen du hinkonntest. Da hat sich ja die Frage nicht gestellt, ich stehe auf Madonna. Wo spielt Madonna heute? Neben vielen Schlagergrößen wie Frank Schöbel oder Inka gab es zahlreiche populäre Gruppen. Prominentes Beispiel sind die Pudis, die als unpolitisch galten. Jahr für Jahr füllten sie republikweit Konzerthallen und Plätze. Also Karat und Pudis, das war auch und ist bis heute für mich auch, weil es eine Sozialisationsfrage ist. Ich bin damit groß geworden und ich fand die auch immer gut. Auch die Gruppe Karussell hatte in der DDR eine Menge Fans. Gegründet 1976 spielten auch sie, wo sie konnten, auf Freilichtbühnen, in Jugendclubs oder Betrieben. Und die Jugend kam in Scharen. Hits wie »Als ich fortging« sind noch heute Klassiker. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Die Fans nahmen damals einiges auf sich. Auch Michael Herbert. Nach einem abenteuerlichen Trip zur Ostsee machte er diese 8mm-Aufnahmen beim Konzert seiner Lieblingsband. Wir haben uns dann am Stadtrand von Halle gestellt. Dort hat uns als erstes ein LKW der Armee mitgenommen, der russischen Armee. Und haben es tatsächlich dann an dem einen Tag noch geschafft, so war es dann schon dunkel, bis nach Stralsund hochzufahren. So, dort haben wir kurz vor der Stadt dann, wie wir es immer genannt haben, Open Air übernachten gemacht. Das heißt, wir haben im Schlafsack in der Nähe der Straße, irgendwo auf dem Parkplatz oder so geschlafen. Nächsten Tag haben dann das Konzert dort mitgemacht. Karussell war auch im Westen bekannt und durfte zu Konzerten ins sogenannte nicht-sozialistische Ausland reisen. Diese Reisefreiheit hatte auch wirtschaftspolitische Gründe. Die Künstler selbst profitierten nur wenig. Die Renft-Konzerte, die waren immer super besucht. Also sie waren immer kritisch, fand ich. Die jungen Wilden aus Leipzig wurden schnell in der ganzen DDR populär. Der Rundfunk spielte sie, sie durften Platten produzieren und im Fernsehen auftreten. Manchmal fällt der Bund, der Frost und macht uns hart. Doch 1974 gerieten sie mit der Zensur aneinander. Beim Komitee für Unterhaltungskunst in Berlin kam es zum Eklat, obwohl man dort von der Musik sehr angetan war. Und da sagt er, das ist ja fantastisch. Also, das ist ja eine fantastische Musik. Das ist ja international. So, und dann schoben wir aber dann klammheimlich dann zwei unserer Textvorstellungen durch. Ihm, Erlasse. Und die Kinnlade ging runter. Das geht auf keinen Fall. Das geht nicht. Das war Glaubensfahrung und das war die Rockballade vom kleinen Otto. Also Text von dieser versuchten Republikflucht. Nach dem Tüten kleben, wollte nicht mehr leben, erfuhr nach Wittenberger auf. Und ging in die Elbe, die Stelle war dieselbe, vielleicht auch den Hamburg wieder auf. Und ist die Zeit vorbei. Die Zeit von Renft in der DDR war 1975 vorbei. Den Musikern wurden die Berufsausweise entzogen. Mehrere Bandmitglieder gingen in den Westen. Und leg die Sommerkleider an. Und das Entsetzen war wirklich groß, als die Band verboten wurde. Offen die Probleme anzusprechen, das war gefährlich in der DDR. Deswegen nutzten die Menschen satirische Veranstaltungen, auch um Dampf abzulassen, wie den Fasching. Also die Bedeutung des Karnevals ist relativ hoch gewesen. Die Bürger brauchten ein Ventil und diese Karnevalclubs waren ein relativ gutes Ventil, um etwas Druck abzulassen, um sich selbst zu inszenieren, um sich selbst darzustellen, auch ein bisschen zu spötteln, auch über die DDR etwas mit so einem gewissen Hintersinn. Es gab zum Beispiel sehr berühmte Flüsterwitze, zum Beispiel: Nennen Sie mir drei Luxusgüter der DDR. Ein eigenes Auto, ein eigenes Haus und eine eigene Meinung. Wir fliegen gleich, die Löcher auf den Kiel. Faschingsfeiern gab es in der DDR von Kindesbeinen an.
Schon in Kindergarten und Schule wurde sich verkleidet, bis ins hohe Alter. Unsere Rentner wollen den jungen Menschen nicht nachstehen. Die Ortsgruppe. Ich glaube, bei der NVA wurde mit am meisten getrunken. Das hatte auch ein bisschen mit der fehlenden Sinnhaftigkeit des Tuns dort zu tun letztlich. Und das größte Hobby war, irgendwie Flaschen mit Schnaps reinzuschmuggeln, wenn man vom Ausgang kam. Und da wurden, also da gab es Ideen ohne Grenzen. Also wir hatten damals so einen Single-Club und haben eine Bassgitarre dabei gehabt. Und zu der Bassgitarre war ein alter MV3-Verstärker. So ein Verstärker, so groß, und der stand auf einer großen Box. Und diese Box, da waren die Schrauben schon ganz ausgeleert, weil wir den immer aufgeschraubt haben, Decken unten reingemacht und dann das Getränk unserer Wahl damit in die Kaserne reingeholt haben. Wir hatten also die Hunde zu versorgen an der Grenze und fuhren damit Milchkannen, große Milchkannen, das Hundefutter aus. Und die Milchkannen waren manchmal ein hervorragendes Versteck. Wenn Sie wissen, was ich meine. Auch während der Arbeit wurde getrunken. Noch bis 1969 hatten Brauereiarbeiter das Recht, ihren Durst mit Bier zu löschen. In anderen Betrieben gab es eine Zeit lang billiges Bier wegen der Hitze. Planerfüllung war wichtiger als Arbeitsschutz. Also bei Schott war es so, dass die durchschnittliche Raumtemperatur je nach Abteilung bei 50 bis 70 Grad lag. Deswegen war es so, dass in bestimmten Abteilungen jeder bis 3 Flaschen kaufen konnte und auch trinken konnte offiziell. Und in manchen Abteilungen 6, wo es noch ein Stückchen wärmer war. Das führte dann natürlich zu ganz vielen Unfällen, weil es unkontrollierbar war. Bier floss auch in anderen sozialistischen Betrieben. Die Flasche war kein seltener Begleiter der Arbeiter und Bauern. Unser Bassgitarrist Matthias hat angefangen als Werkzeugmacher, glaube ich, und war eben da so der Jüngste. Und der musste jeden Morgen los erstmal und musste irgendwie Bier holen. Morgens um 6 oder 6:30 oder so. Und dann hat er eben da seinen Leuten das verteilt und die haben sich erstmal schick gemacht und haben dann eben sich auf das Tagwerk vorbereitet. Ja. Das Trinkverhalten der DDR-Bevölkerung wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte stark. In den 60er Jahren lag die Zahl noch relativ gering. Da wurde pro Kopf, pro Jahr ungefähr 3 Liter Schnaps getrunken, 3 Liter Wein und Schaumwein und 80 Liter Bier, sagt man so ungefähr, im Jahr. Das hat sich dann in den 80er Jahren schon relativ verdoppelt und verdreifacht, also bei Spirituosen sogar vervierfacht. Was wir hier im Getränkekombinat Berlin aufgebaut haben, ist unser Pro-Kopf-Verbrauch an alkoholischen Getränken im Jahre 1988 laut statistischem Jahrbuch. Diese Menge trank also jeder von uns vom Säugling bis zum Greis. 17 Kästen Bier, 17 Flaschen Wein oder Sekt und 3... Die unteren haben es gesehen, sind auch noch hoch. Da saßen vielleicht so 50, 60 Leute auf dem Dach. Und da hat sich die Stasi natürlich so richtig ausgetobt. Sind sie mit Wasserwerfer angerückt und haben eine Hausbesetzung draus gemacht. Und haben die mit Wasserwerfer bombardiert und haben sie alle mitgenommen, haben sie auf die Fahrzeuge geschmissen und mitgenommen. Also das war sehr traurig, weil die wollten ja nichts Böses, die wollten ganz einfach von oben den Umzug sehen. Und das hat die Stasi eben da voll ausgespielt, um da so richtig Remedemi zu machen. Nicht nur beim Karneval flossen Wein, Bier und Schnaps in Strömen. Denn auch in der DDR galt, wo gefeiert wurde, gab's Alkohol. Und der war keine Mangelware. Zumindest Bier und Schnaps waren immer reichlich verfügbar und preiswert. Das führte in bestimmten Lebensbereichen dazu, dass tatsächlich gesoffen wurde. Besonders heftig ging es bei der Nationalen Volksarmee zu. Die jungen Soldaten hatten meist nur selten Ausgang und wenig Heimaturlaub. Ich glaube, bei der NVA wurde mit am meisten getrunken. Das hatte auch ein bisschen mit der fehlenden Sinnhaftigkeit des Tuns dort zu tun letztlich. Und das größte Hobby war, irgendwie Flaschen mit Schnaps reinzuschmuggeln, wenn man vom Ausgang kam. Und da wurden, also da gab es Ideen ohne Grenzen. Also wir hatten damals so einen Single-Club und haben
eine Bassgitarre dabei gehabt und zu der Bassgitarre war ein alter MV3-Verstärker. So ein Verstärker, so groß, und der stand auf einer großen Box. Und diese Box, da waren die Schrauben schon ganz ausgeleiert, weil wir den immer aufgeschraubt haben, Decken unten reingemacht und dann das Getränk unserer Wahl damit in die Kaserne reingeholt haben. Wir hatten also die Hunde zu versorgen an der Grenze und fuhren damit Milchkannen, große Milchkannen, das Hundefutter aus. Und die Milchkannen waren manchmal ein hervorragendes Versteck, wenn Sie wissen, was ich meine. Auch während der Arbeit wurde getrunken. Noch bis 1969 hatten Brauereiarbeiter das Recht, ihren Durst mit Bier zu löschen. In anderen Betrieben gab es eine Zeit lang billiges Bier wegen der Hitze. Planerfüllung war wichtiger als Arbeitsschutz. Also bei Schott war es so, dass die durchschnittliche Raumtemperatur je nach Abteilung bei 50 bis 70 Grad lag. Deswegen war es so, dass in bestimmten Abteilungen jeder bis 3 Flaschen kaufen konnte und auch trinken konnte offiziell. Und in manchen Abteilungen 6, wo es noch ein Stückchen wärmer war. Das führte dann natürlich zu ganz vielen Unfällen, weil es unkontrollierbar war. Bier floss auch in anderen sozialistischen Betrieben. Die Flasche war kein seltener Begleiter. Da ist sie nicht und jetzt wollten die alles nachholen. Und also ich hätte mich dumm und dämlich mucken können. Als Striptease-Tänzerin habe ich da zwischen 150 dann 300 Mark pro Auftritt bekommen. So, und so ein Auftritt ging 7-8 Minuten, mehr nicht. Da bin ich zunächst. Und wenn man sich überlegt, dass ich in einer Woche Leipziger Messe die ganzen Bars abgefahren bin, in einer Nacht sind wir 50 Kilometer gefahren und das 7 Tage, eine ganze Woche lang. Und habe in einer Woche einen Wartburg verdient für einen DDR-Bürger. Unvorstellbar. Zum Strippen brauchte sie erotische Dessous. Doch die gab es nicht in der DDR. Deswegen ließ sie sich viel aus dem Westen mitbringen. Oder schneiderte selbst drauf los. Das kann sich heutzutage niemand mehr vorstellen, dass man sowas in einer Woche machen kann. Jede einzelne Paillette aufgesetzt, genäht. Man hat ein Einzelstück und das war's eben. Hier, Signalwirkung, olla, hier fällt alles runter. Irgend so ein Band gewesen, das leuchtet im UV-Licht. Ich habe das klein geschnitten, zusammengeknüppelt. Und wenn man das dann anhat, perfekt. Das ist ein super Effekt. Das in der DDR wusstest du, du musstest aus Kackebonbons machen, ging nicht anders. Auch Männer strippten in der Deutschen Demokratischen Republik. Schließlich hatten auch die Frauen Nachholbedarf. Die erotischen Aufführungen standen hoch im Kurs. Stripper waren heiß begehrt. Wenn Frauen losgelassen werden auf Stripper, Horror. Und ich glaube, bei den Jungs war es auch damals so, wenn die irgendwo aufgetaucht sind, die Frauen haben so getan, es interessiert mich nicht, mein Mann ist ja dabei, aber weh, die waren alleine. Frauentagsveranstaltungen. Da habe ich mich an den Kopf gegriffen und habe gedacht, also ich strippe selber, aber so würde ich mal nie werden. Die haben sich dort nackig, die kamen gleich an und haben keine Schlüpper angehabt. Die Frauen im Publikum. Guten Abend, meine Damen und Herren. Festlich Empfang des Zentralkomitees der SED zum Internationalen Frauentag. Am 8. März war der Feiertag der Frau, von Staats wegen. Frei hatten die Frauen nicht. Vor gemeinsamen Feiern am Abend stand das Festprogramm am Arbeitsplatz. Betriebsleiter oder Parteifunktionäre lobten das schwache Geschlecht als unverzichtbar beim Aufbau des Sozialismus. Es gab Urkunden und Blümchen. Doch echte Schnittblumen waren Anfang März oft Mangelware. Und da haben die Männer auch Alpenveilchen besorgt für die Frauen, zusammengebunden, damit jede Frau eben hier so ein paar Blümchen kriegte. An der Seite, so auf Fensterbrett, lagen diese Sträuße, also nicht im Wasser. Und es kam die erste Rede und es kam die den Proben mal besucht. Und das war natürlich auch sehr beeindruckend, schon die Arbeit untereinander. Es war also wirklich auch eine tolle Truppe. Die Renft-Konzerte, die waren immer super besucht. Also sie waren immer kritisch, fand ich. Die jungen Wilden aus Leipzig wurden schnell in der ganzen DDR populär. Der Rundfunk spielte sie, sie durften Platten produzieren und im Fernsehen auftreten. Manchmal fällt ab uns der Frost und macht uns hart.
Doch 1974 gerieten sie mit der Zensur aneinander. Beim Komitee für Unterhaltungskunst in Berlin kam es zum Eklat, obwohl man dort von der Musik sehr angetan war. Und da sagte er, das ist ja fantastisch. Also, das ist ja eine fantastische Musik. Das ist ja international. So, und dann schoben wir aber dann klammheimlich dann zwei unserer Textvorstellungen durch. Ihm, Erlasse. Und die Kinnlade ging runter. Das geht auf keinen Fall. Das geht nicht. Das war Glaubensfahren und das war die Rockballade vom kleinen Otto. Also Text von dieser versuchten Republikflucht. Nach dem Tüten kleben, wollte nicht mehr leben. Er fuhr nach Wittenberg auf und ging in die Elbe. Die Stelle war dieselbe, vielleicht auch den Hamburg wieder auf. Und ist die Zeit vorbei. Die Zeit von Renft in der DDR war 1975 vorbei. Den Musikern wurden die Berufsausweise entzogen. Mehrere Bandmitglieder gingen in den Westen. Und leg die Sommerkleider an. Und das Entsetzen war wirklich groß, als die Band verboten wurde. Offen die Probleme anzusprechen, das war gefährlich in der DDR. Deswegen nutzten die Menschen satirische Veranstaltungen, auch um Dampf abzulassen, wie den Fasching. Also die Bedeutung des Karnevals ist relativ hoch gewesen. Die Bürger brauchten ein Ventil und diese Karnevalclubs waren ein relativ gutes Ventil, um etwas Druck abzulassen, um sich selbst zu inszenieren, um sich selbst darzustellen, auch ein bisschen zu spötteln, auch über die DDR etwas mit so einem gewissen Hintersinn. Es gab zum Beispiel sehr berühmte Flüsterwitze, zum Beispiel: Nennen Sie mir drei Luxusgüter der DDR. Ein eigenes Auto, ein eigenes Haus und eine eigene Meinung. Wir fliegen gleich, die Löcher aus dem Kind. Faschingsfeiern gab es in der DDR von Kindesbeinen an. Schon in Kindergarten und Schule wurde es nett gemacht, indem sie sich eine Schürze umgebunden haben und haben die Sache sehr ernst genommen. Also die Rolle der Frau in der DDR war formal gekennzeichnet durch Gleichberechtigung. Das wurde unterstützt durch eine ganze Reihe von frauenfördernden Maßnahmen bis hin zu einem arbeitsfreien Hausarbeitstag pro Monat, besondere Regelungen für Mütter und Vergünstigungen also. Und es wurde unterstützt durch Auszeichnungen und dann natürlich die Feiern zum Internationalen Frauentag. De facto waren Frauen in der Regel nicht gleichberechtigt, zumindest nicht, wenn es um leitende Positionen ging, bis hin zum Politbüro. Das Leben in der DDR. Es gab Willkür, Mangelwirtschaft und es wurde beschränkt durch fehlende Meinungs- und Reisefreiheit. Trotz alledem haben die Menschen es auch in guter Erinnerung. Die DDR war mein Land. Es war in der Summe der Ereignisse ein missratenes Land, aber es war mein missratenes Land. Ich habe 35 Jahre dort gelebt, bin dort groß geworden, Kinder gezeugt, habe Eltern, Frau, Familie, Freunde gehabt. Also es war meine Heimat und das ist auch nicht wegzudeuten. Ich habe den Staat mit aufgebaut. Das ist mein Leben gewesen und das hat aufgehört eigentlich 1980. 1980 hat mein Sohn Republikflucht gemacht. Ich habe die DDR in zwiespältiger Form in Erinnerung. Und was ich heute vielleicht davon mitnehmen kann, dass das, was damals die Leute im Osten erkämpft haben auf der Straße 89, also für demokratische Grundwerte, für freie Wahlen, keine Selbstverständlichkeit ist und dass das immer wieder eine Sache ist, die du pflegen musst. Ich möchte es nicht gemisst haben, auch das erlebt zu haben, weil man auch in vielerlei Hinsicht doch ein anderes Bild bekommt, wie man auch die Gesellschaft hier sieht. Der DDR als Staat trauere ich überhaupt nicht nach, aber als dem Ort, wo meine Freunde, meine Familie,
wo Menschen waren, die ich liebe, wo die der Stadtteil ist, in dem ich Murmelnäh gespielt habe. Das ist für mich Heimat. Also ich trauere meiner Heimat nach, aber nicht der DDR. Das heißt aber nicht, dass mir die Bundesrepublik gefällt. Wir haben sehr viele Büttenreden, obwohl das sehr schwer ist. Ich habe ja auch welche geschrieben, in Plattdeutsch zu schreiben. Das war, ja, musste immer auf der Hut sein. Das war nicht den falschen Küste. Das Mekka des DDR-Faschings war die Kleinstadt Wasungen in Thüringen. Schon im Mittelalter wurde hier gefeiert. Zu DDR-Zeiten diente der hiesige Karneval auch dazu, die Defizite im Land der Arbeiter und Bauern zu kritisieren. Mangelwirtschaft wurde genauso angeprangert wie später die Umweltverschmutzung. Bei den Büttenreden musste besonders aufgepasst werden, denn sie wurden vorher zensiert. Dieter Mahler war 1986 Prinz in Wasungen. Wir haben sehr viele Büttenreden, obwohl das sehr schwer ist. Ich habe ja auch welche geschrieben, in Plattdeutsch zu schreiben. Und das haben die sehr gerne getan, die Büttenredner, weil da die Stasi nicht so richtig hinterherkam mit dem Plattdeutsch, weil sie das nicht verstanden haben. Deswegen sind die Büten zu 80% in Plattdeutsch gemacht worden, also im Wasunger Dialekt. Die Popularität des Wasunger Karnevals brachte ein besonderes Problem mit sich. Denn Hippies aus der ganzen DDR reisten hierher, um mitzufeiern. Sie wurden sogar von der Stasi mit Kameras überwacht. Die Polizei versuchte zwar, den Ort abzuschirmen, doch das gelang nur teilweise. 1988 eskalierte die Situation. Und zu DDR-Zeiten haben hier die Zuschauer 4er-5er-Reihe an den Bürgersteigen gestanden. Da haben sich halt so ein paar Jugendliche auf das Dach da oben drauf gesetzt, auf die Dachladen. Die unteren haben es gesehen, sind auch noch hoch. Da saßen vielleicht so 50, 60 Leute auf dem Dach. Und da hat sich die Stasi natürlich so richtig ausgetobt. Sind sie mit Wasserwerfer angerückt und haben eine Hausbesetzung draus gemacht. Und haben die mit Wasserwerfer bombardiert und haben sie alle mitgenommen, haben sie auf die Fahrzeuge geschmissen und mitgenommen. Also das war sehr traurig, weil die wollten ja nichts Böses. Die wollten ganz einfach von oben den Umzug sehen. Und das hat die Stasi eben da voll ausgespielt, um da so richtig Remedemi zu machen. Nicht nur beim Karneval flossen Wein, Bier und Schnaps in Strömen. Denn auch in der DDR galt, wo gefeiert wurde, gab's Alkohol. Und der war keine Mangelware. Zumindest Bier und Schnaps waren immer reichlich verfügbar und preiswert. Das führte in bestimmten Lebensbereichen dazu, dass tatsächlich gesoffen wurde. Besonders heftig ging es bei der Nationalen Volksarmee zu. Die jungen Soldaten hatten meist nur selten Ausgang und wenig Heimaturlaub. Ich glaube, bei der NVA wurde mit am meisten getrunken. Das hatte auch ein bisschen mit der fehlenden Sinnhaftigkeit des Tuns dort zu tun letztlich. Und das größte Hobby war irgendwie Flaschblock sein. Das war natürlich nicht machbar, aber ich hatte mir dann einen Trick einfallen lassen. Ich habe also praktisch nach wie vor, wie es am Anfang ja auch üblich war, 3, 4 Titel gespielt als Tanzrunde, ja, und dann eine Pause. So, und in der Pause habe ich dann die, ich sag mal wirklich in Anführungsstrichen, sehr gute DDR-Musik aufgelegt, aber die konntest du zum Tanzen nicht verwenden. Für sein Publikum hat sich Rudi Reismann eine Menge einfallen lassen und vieles selbst gebaut. Denn auch Technik war Mangelware. Besonders zu Beginn der 70er Jahre mussten die DJs in der DDR findig sein oder Westkontakte haben. Rudi Reismann entwickelte eine Konstruktion, bei der er mittels Lochband und Projektor eine Laufschrift an die Wand zauberte. Das war einmalig in der DDR. Auch das Mischpult oder das Tonband sind Marke Eigenbau und seine vibrationsresistenten Plattenspieler. So, da habe ich das mit sogenannten Schlüpfergummi gemacht. Die hängen also jetzt hier ganz weich drin, da konntest du im Saal rumrammeln, wie du wolltest. Das hat sich nicht mehr bewegt. 1985 verließ sie das Land Richtung West-Berlin, weil sie einfach nicht mehr konnte.
Von einer Lehrerin grundlos geschlagen, von der Stasi bespitzelt, von der Polizei immer wieder verhaftet. Wir sind zum Bahnhof gelaufen, wir wollten jemanden abholen. Und plötzlich hielt neben uns ein großer Wolga. Und dann war das der Hauptchef vom Volkspolizeikreisamt. Und wir halt alle in Montur, so 8 Punks. Und das ging natürlich nicht, ne? Und dann das sofort irgendwie Bescheid gegeben. Wir mussten dann festgehalten. Und dann kam Barkas und wir wurden eingesackt und ab in die U-Haft für 10 Stunden oder so. Es war wirklich, ne, als würde dir so eine Hand ständig irgendwie drücken. Die Punkszene brachte in der DDR ihre eigenen Musikgruppen hervor. Doch öffentliche Konzerte waren für sie verboten. Einzig die Kirche bot ihnen die Möglichkeit, ihre schrille Musik in der Öffentlichkeit zu spielen. Wie hier in Berlin. Die Kirche gab auch anderen unbequemen Künstlern ein Podium. Den kritischen Liedermachern wie Wolf Biermann, der auch im Westen bekannt war. Sein Auftritt 1976 in Köln ist legendär. Die DDR braucht endlich und wie. Rosas rote Demokratie. Auch das Mischpult oder das Tonband sind Marke Eigenbau und seine vibrationsresistenten Plattenspieler. So, da habe ich das mit sogenannten Schlüpfergummi gemacht. Die hängen also jetzt hier ganz weich drin. Da konntest du im Saal rumrammeln, wie du wolltest. Das hat sich nicht mehr bewegt. Eine Lösung hatte er auch für Musik ohne Diskothekenlizenz oder Lieder, die im DDR-Rundfunk überhaupt nicht liefen, weil sie die SED-Funktionäre ablehnten. Es gab natürlich damals Musik, die durfte nicht gespielt werden. Die war vom Westradio aufgenommen zum Beispiel. Und damit die keiner gefunden hat, hatte ich ein Geheimfach hier eingebaut. Und da drinnen waren die Kassetten untergebracht. Entschuldigen Sie. Auch die mit dem Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Mal eben nach Ost-Berlin. Ich konnte halt offiziell den Sonderzug nie spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe aufgebaut, die Leute standen alle draußen vor der Tür und ich habe den Sonderzug aufgelegt, aber nicht bei der Veranstaltung. Verbote in puncto Musik reichen weit in die DDR-Geschichte zurück. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre traf sich die Nachkriegsgeneration auch in der DDR zum Tanz, meist in Gaststätten bei Live-Musik. Die Kombos spielten die Musik ihrer westlichen Vorbilder, doch tanzen wie im Westen, das war zunächst verboten. Ich bin mit meiner Freundin jedes Wochenende zum Tanzen gegangen. Und da haben wir uns mit Boogie-Woogie und Swing-Musik eben geschafft. Und das war unser Höhepunkt von der ganzen Woche. Das Rock'n'Roll-Tanzen oder das Auseinandertanzen und wenn es dann so mit Überschlag noch war, das war natürlich fast strengstens verboten. Ja? Weil das passte nicht zu sozialistischen jungen Persönlichkeiten. Das wollte man nicht haben. Es ist schon vorgekommen, dass man die Leute von der Tanzfläche genommen hat und dann gesagt hat, du machst das jetzt hier nicht mehr und die nächsten 4 Wochen wollen wir dich hier nicht mehr sehen. Eine der beliebtesten Bands dieser Zeit waren die Butlers aus Leipzig. Auch sie spielten am Wochenende in den Gaststätten zum Tanz auf. Schlagzeuger Hans-Dieter Schmidt erinnert sich. Unser Favorit war hauptsächlich schwarze Musik, Little Richard, Chuck Berry. Und natürlich auch einige weiße Ikonen wie Bill Haley. Später spielten sie auch Beatmusik. Sogar im DDR-Fernsehen durften die Butlers auftreten. Doch die Partei- und Kulturfunktionäre hatten Angst vor den westlichen Klängen, wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte stark. In den 60er Jahren lag die Zahl noch relativ gering. Da wurde pro Kopf, pro Jahr ungefähr 3 Liter Schnaps getrunken, 3 Liter Wein und Schaumwein und 80 Liter Bier, sagt man so ungefähr, im Jahr.
Das hat sich dann in den 80er Jahren schon relativ verdoppelt und verdreifacht, also bei Spirituosen sogar vervierfacht. Was wir hier im Getränkekombinat Berlin aufgebaut haben, ist unser Pro-Kopf-Verbrauch an alkoholischen Getränken im Jahre 1988 laut Statistischem Jahrbuch. Diese Menge trank also jeder von uns vom Säugling bis zum Greis. 17 Kästen Bier, 17 Flaschen Wein oder Sekt und 23 Flaschen Schnaps. Also es gibt relativ konkrete Zahlen vom Gesundheitsministerium der DDR. Im Jahr 1987 stellte man fest, dass 12% der Bevölkerung unter einer gewissen Art von Alkoholismus litten. Zum Beispiel sagt man auch, dass in der DDR die Zahl an Ehescheidungen relativ häufig mit dem Alkoholkonsum zusammenhängen und auch relativ hoch waren. In den 80er Jahren wurde in der DDR zwar viel mehr Schnaps getrunken als in der BRD, zeitweise war man sogar Weltmeister. Doch beim Pro-Kopf-Alkoholverbrauch lag die BRD immer vorn. Fazit: Die DDR war kein Land von Säufern. Die große Mehrheit der Bevölkerung trank in Maßen und mit Genuss. Auch in den zahlreichen Bars der Republik, die gab es vorrangig in den Großstädten. Der Leipziger Schorschel war durch die Messe sogar international bekannt. Bis früh um vier konnte man sich hier amüsieren, auch in der Woche. Der Schorschel ist eine Legende und da sind auch viele Ehen entstanden oder haben sich kennengelernt. Die haben sich dann sind locker geworden durch den Alkohol. Dafür habe ich gesorgt, ich müsste auch Umsatz machen. Eine Lösung hatte er auch für Musik ohne Diskothekenlizenz oder Lieder, die im DDR-Rundfunk überhaupt nicht liefen, weil sie die SED-Funktionäre ablehnten. Es gab natürlich damals Musik, die durfte nicht gespielt werden. Die war vom Westradio aufgenommen zum Beispiel. Und damit die keiner gefunden hat, hatte ich ein Geheimfach hier eingebaut. Und da drinnen waren die Kassetten untergebracht. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Auch die mit dem Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Mal eben nach Ost-Berlin. Ich konnte halt offiziell den Sonderzug nie spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe aufgebaut. Die Leute standen alle draußen vor der Tür und ich habe den Sonderzug aufgelegt, aber nicht bei der Veranstaltung. Pritsche des LKW geladen. Weil im Führerhaus nur einer Platz hatte, musste der Helfer hinten mitfahren. Auch im Winter. Und wenn kein Fahrzeug verfügbar war, wurden Tonband, Boxen und Verstärker eben einfach per Hand zum nächsten Saal gebracht. Über 30 Jahre hat Rudi Reismann in Saalfeld und Umgebung aufgelegt, auch hier in Krösten. Es war immer brechend voll, denn Rudi war bekannt wie ein bunter Hund. Es gab das einen sehr schönen Spruch, ist der Rudi in Krösten hier, sind in Saalfeld die Straßen leer. Rund 2 Ostmark bezahlten die Jugendlichen hier damals, um sich bei Rudi auszutoben. Und hier ungefähr, da hier stand ein Tisch und da war dann der Einlass. Ja, da ging es hier rein in den Saal und hier war der Remi Demi. Ja. Tanzen wollte die Jugend zu der Musik, die sie aus dem Westradio kannte. Man sehnte sich natürlich auch nach Unterhaltung und nach Unterhaltungs- und Popmusik. Und gerade in den 60er und 70er Jahren, als die ganze Beat- und Rock'n'Roll-Musik von Amerika auch nach Westdeutschland schwappte, wollte man natürlich mit auf den Zug aufspringen und hat die Westmusik geradezu aufgesogen. Doch mit der hatten DJs wie Rudi Reismann ein Problem. Denn der Staat hatte festgelegt, nur 40% der Tanzmusik durfte aus dem Westen kommen. 60% hingegen sollte aus dem Ostblock sein. Das war natürlich nicht machbar. Aber ich hatte mir dann einen Trick einfallen lassen. Ich habe also praktisch nach wie vor, wie es am Anfang ja auch üblich war, 3-4 Titel gespielt als Tanzrunde, ja, und dann eine Pause. So, und in der Pause habe ich dann die, ich sag mal wirklich in Anführungsstrichen, sehr gute DDR-Musik aufgelegt. Aber die konntest du zum Tanzen nicht verwenden. Für sein Publikum hat sich Rudi Reismann eine Menge einfallen lassen und vieles selbst gebaut. Denn auch Technik war Mangelware. Besonders zu Beginn der 70er Jahre mussten die DJs in der DDR findig sein oder Westkontakte haben,
Rudi Reismann entwickelte eine Konstruktion, bei der er mittels Lochband und Projektor eine Laufschrift an die Wand zauberte. Das war einmalig in der DDR. Auch das Mischpult oder das Tonband sind Marke Eigenbau und seine vibrationsresistenten Plattenspieler. So, da habe ich das mit sogenannten Schlüpfergummi gemacht. Die hängen also jetzt hier ganz weich drin. Da konntest du im Saal rumrammeln, wie du wolltest. Das hat sich nicht mehr bewegt. Eine Lösung hatte er auch für Musik ohne Disco. Mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen. 1965, das berüchtigte Rolling Stones Konzert in der Westberliner Waldbühne. Die Ausschreitungen nach dem Konzert waren für die DDR-Funktionäre ein willkommener Anlass, der Westmusik einen Riegel vorzuschieben. Kurzerhand wurden die allermeisten Beatgruppen einfach verboten, auch die Butlers. Da haben wir ein Schreiben von der Abteilung Kultur bekommen, beim Rat der Stadt Leipzig, dass die Gruppe nicht mehr auftreten darf. Der US-Imperialismus stumpft die mit dem Rock'n'Roll die Jugendlichen ab. Alle Bands, die in englischen Gruppennamen hatten, das wurde also untersagt. Dieses Beatverbot wurde also publik und da herrscht erstmal ein großer Frust und Erstaunen und es war erstmal eine Lähmung da. Das war plötzlich eine ganz andere Musikszene. Auf einmal brave Tanzmusik von Wiener Walzer bis zum Foxtrot und so weiter. Und das waren die jungen Leute nicht gewillt, sich das bieten zu lassen. Es kam in Leipzig zur größten nicht genehmigten Demo nach 1953. Doch die DDR-Führung griff durch, sperrte viele Beat-Anhänger ein. Kulturelle Abschottung aus Angst vor Jugendrevolten. Es geht nicht nur gegen die Musik, es geht auch gegen sehr viele Schriftsteller und vor allen Dingen auch gegen kritische DEFA-Filme. Ein ganzer Jahrgang von DEFA-Filmen wird verboten. Denk bloß nicht, ich heule, das Kaninchen bin ich, Spur der Steine, noch mehrere andere. Das war sozusagen ein kulturpolitischer Kahlschlag. Erst allmählich wurden die Zügel wieder gelockert. Besonders vor den Weltfestspielen 1973. Beat und Rock waren keine Tabus mehr. Man wollte Weltoffenheit zeigen. So bahnten sich auch zunehmend westliche Subkulturen ihren Weg in den Sozialismus. So schwappte knapp 10 Jahre nach den Weltfestspielen die englische No-Future-Welle in die DDR über. Punk, made in GDR, war vor allem in den Großstädten präsent. Nicht nur von der Bevölkerung wurden die jungen Leute mit den abgewetzten Lederjacken schräg angeguckt. Kaputte Hosen, Irokesenschnitt und Pogo-Tanz, das war zu viel für Partei und Staatssicherheit. Punks, das war ja auch eine totale Provokation. Aber das war an sich ursprünglich, denke ich mal, nicht so angelegt, um irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen. Die wollten einfach nur anders leben. Und haben gemerkt, dass sie in diesem Mief DDR nicht anders leben konnten. Es war ein Abweichen von einer gewissen Normvorstellung, von einer Moralvorstellung, von einer Vorstellung einer sozialistischen Persönlichkeit. Und immer wenn das eingetreten ist, egal in welchem Bereich DDR, wurde argwöhnisch drauf geguckt und dann ging natürlich auch die Staatssicherheit ins Rennen. Kim Pickenhain wurde 1982 Punkerin, während ihrer Lehre zur Fachverkäuferin in Karl-Marx-Stadt. Sie war 17, made in GDR, war vor allem in den Großstädten präsent. Nicht nur von der Bevölkerung wurden die jungen Leute mit den abgewetzten Lederjacken schräg angeguckt. Kaputte Hosen, Irokesenschnitt und Pogo-Tanz, das war zu viel für Partei und Staatssicherheit. Punks, das war ja auch eine totale Provokation. Aber das war an sich ursprünglich, denke ich mal, nicht so angelegt, um irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen. Die wollten einfach nur anders leben. Und haben gemerkt, dass sie in diesem Mief DDR nicht anders leben konnten. Es war ein Abweichen von einer gewissen Normvorstellung, von einer Moralvorstellung, von einer Vorstellung einer sozialistischen Persönlichkeit. Und immer wenn das eingetreten ist, egal in welchem Bereich DDR, wurde argwöhnisch drauf geguckt und dann ging natürlich auch die Staatssicherheit ins Rennen. Kim Pickenhain wurde 1982 Punkerin, während ihrer Lehre zur Fachverkäuferin in Karl-Marx-Stadt. Sie war 17 Jahre alt und wollte eigentlich nur anders sein. Ich hatte nichts gemacht. Nein, ich hatte meine Lederjacke an, da stand hinten drauf irgendwie, nur wer sich bewegt, hört seine Ketten rasseln zum Beispiel. Das war mein politisches Statement. Aber sie haben es halt einfach so politisiert, dass ich
irgendwann wirklich politisch geworden bin dadurch. Und das war ja halt, das ist ein Unruheherd, der gehört ja nicht her. Das darf es nicht geben in der DDR. Es darf keine Punks in der DDR geben, Punkt. Kim Pickenhain ging es wie vielen Punks. Ablehnung an allen Fronten. 1985 verließ sie das Land Richtung West-Berlin, weil sie einfach nicht mehr konnte. Von einer Lehrerin grundlos geschlagen, von der Stasi bespitzelt, von der Polizei immer wieder verhaftet. Wir sind zum Bahnhof gelaufen, wir wollten jemanden abholen. Und plötzlich hielt neben uns ein großer Wolga. Und dann war das der Hauptchef vom Volkspolizeikreisamt und wir halt alle in Montur, so 8 Punks. Und das ging natürlich nicht, ne? Und dann das sofort irgendwie Bescheid gegeben. Wir mussten dann festgehalten und dann kam Barkas und wir wurden eingesackt und ab in die U-Haft für 10 Stunden oder so. Es war wirklich, ne? Als würde dir so eine Hand ständig irgendwie drücken. Die Punkszene brachte in der DDR ihre eigenen Musikgruppen hervor. Doch öffentliche Konzerte waren für sie verboten. Einzig die Kirche bot ihnen die Möglichkeit, ihre schrille Musik in der Öffentlichkeit zu spielen. Wie hier in Berlin. Die Kirche gab auch anderen unbequemen Künstlern ein Podium. Den kritischen Liedermachern wie Wolf Biermann, der auch im Westen bekannt war. Todesängste aus. Wir hatten beide Tabletten dabei, also wir haben gesagt, wir nehmen uns das Leben, wenn das nicht klappt. Und dann hatte die schon halb im Mund, dann fuhr er weiter. Und dann hat er Gas gegeben und jetzt wusste ich, jetzt ist vorbei, jetzt bist du durch. Und das Herz, das bubberte ohne Ende und ja, und als er dann abgeleuchtet hatte und sagte, da fahren sie. Können weiterfahren. Und als wir dann aus dem Ort raus waren, dann habe ich sie dann ausgebaut. Und dann haben wir eine Flasche Sekt getrunken. Zu Messezeiten ging es im Schorschel besonders hoch her. Die Bar war ständig ausgebucht. Doch Ostdeutsche waren dann nur selten hier anzutreffen, wegen der Preise. Also ich kann mich entsinnen, das Jahr über kostete ein Glas Rotkäppchen an der Bar 5 Mark und 5 Pfennig. Und zur Messe, das weiß ich noch hundertprozentig, waren es 15,20 Mark. So. Zur Messezeit herrschte nicht nur im Schorschel Hochkonjunktur ganz anderer Art. Die Frau als Ware, das durfte im Sozialismus nicht sein. Und offiziell gab es auch keine Prostitution. Doch besonders in Großstädten, wo ausländische Männer mit harten Devisen im Portemonnaie gastierten, war sie nichts Außergewöhnliches. Das Interhotel Merkur in Leipzig. Zu Messezeiten hatte die Prostitution hier Hochkonjunktur. Der damalige Barchef erinnert sich. Ja, 500 D-Mark war der Spitzenpreis. Und dann wurde untereinander ausgetauscht, wie viel. Oder das hast du ja irgendwann mal ein bisschen mitgekriegt. Oder es war schon ein Thema. Aber das zu unterbinden ist sehr, sehr schwierig, wenn der Hotel gesagt hat, wenn die Dame mit reinnimmt, dann nehme ich die mit rein. Ja, da konnte ich nichts machen in der Beziehung. Also es war manchmal auch an der Grenze, wo ich sagte, na, jetzt wird sie vielleicht mal die rote Lampe anmachen oder was. Was es gegeben hat, waren drei Formen von Prostitution. Das eine war die individuelle, dass einzelne Frauen sich prostituiert haben, in der Regel dann für Westgeld. Dann gab es Prostitution, auch hier in Leipzig, wiederum zur Messezeit, die zumindest staatlich geduldet wurde. Und es gab Formen der Prostitution im Auftrag der Geheimpolizei, dass eben junge Frauen sich westdeutschen, westlichen industriellen Politikern nähern sollten, um über diesen Weg Informationen für die Staatssicherheit zu gewinnen. Bilder eines Stasi-Lehrfilms über IM Eva. Sie war eine von vielen inoffiziellen Mitarbeiterinnen, die in Bars und Hotels mit ihrem guten Aussehen Informationen beschaffen sollte. Geistig rege, äußerst kontaktfreudig und selbstsicher auftretend. Aus Berlin. Ich konnte halt offiziell den Sonderzug nie spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe aufgebaut. Die Leute standen alle draußen vor der Tür und ich habe den Sonderzug aufgelegt, aber nicht bei der Veranstaltung.
Verbote in puncto Musik reichen weit in die DDR-Geschichte zurück. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre traf sich die Nachkriegsgeneration auch in der DDR zum Tanz, meist in Gaststätten bei Live-Musik. Die Kombos spielten die Musik ihrer westlichen Vorbilder, doch tanzen wie im Westen, das war zunächst verboten. Ich bin mit meiner Freundin jedes Wochenende zum Tanzen gegangen. Und da haben wir uns mit Boogie Woogie und Swing-Musik eben geschafft. Und das war unser Höhepunkt von der ganzen Woche. Das Rock'n'Roll-Tanzen oder das Auseinandertanzen und wenn es dann so mit Überschlag noch war, das war natürlich fast strengstens verboten. Ja? Weil das passte nicht zu sozialistischen jungen Persönlichkeiten. Das wollte man nicht haben. Es ist schon vorgekommen, dass man die Leute von der Tanzfläche genommen hat und dann gesagt hat, du machst das jetzt hier nicht mehr und die nächsten 4 Wochen wollen wir dich hier nicht mehr sehen. Eine der beliebtesten Bands dieser Zeit waren die Butlers aus Leipzig. Auch sie spielten am Wochenende in den Gaststätten zum Tanz auf. Schlagzeuger Hans-Dieter Schmidt erinnert sich. Unser Favorit war hauptsächlich schwarze Musik. Little Richard, Chuck Berry und natürlich auch einige weiße Ikonen wie Bill Haley. Später spielten sie auch Beatmusik. Sogar im DDR-Fernsehen durften die Butlers auftreten. Doch die Partei- und Kulturfunktionäre hatten Angst vor den westlichen Klängen. In der Presse mehrten sich Artikel, die Rock und Beat verunglimpften. Unter der Regierung von Walter Ulbricht wurde es eng für Westmusik. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen. 1965, das berüchtigte Rolling Stones-Konzert in der Westberliner Waldbühne. Die Ausschreitungen nach dem Konzert waren für die DDR-Funktionäre ein willkommener Anlass, der Westmusik einen Riegel vorzuschieben. Kurzerhand wurden die allermeisten Beatgruppen einfach verboten, auch die Butlers. Da haben wir ein Schreiben von der Abteilung Kultur bekommen, beim Rat der Stadt Leipzig, dass die Gruppe nicht mehr auftreten darf. Der US-Imperialismus stumpft die mit dem Rock'n'Roll die Jugend nicht ab. Alle Bands, die einen englischen Gruppennamen hatten, das wurde also untersagt. Dieses Beatverbot wurde also publik. Und da herrscht erstmal ein großer Frust und Erstaunen. Die Zahl an Ehescheidungen relativ häufig mit dem Alkoholkonsum zusammenhängen und auch relativ hoch waren. In den 80er Jahren wurde in der DDR zwar viel mehr Schnaps getrunken als in der BRD, zeitweise war man sogar Weltmeister. Doch beim Pro-Kopf-Alkoholverbrauch lag die BRD immer vorn. Fazit, die DDR war kein Land von Säufern. Die große Mehrheit der Bevölkerung trank in Maßen und mit Genuss. Auch in den zahlreichen Bars der Republik, die gab es vorrangig in den Großstädten. Der Leipziger Schorschel war durch die Messe sogar international bekannt. Bis früh um 4 konnte man sich hier amüsieren, auch in der Woche. Der Schorschel ist eine Legende und da sind auch viele Ehen entstanden oder haben sich kennengelernt. Die haben sich dann sind locker geworden durch den Alkohol. Dafür habe ich gesorgt. Ich müsste auch Umsatz machen. Eine Lösung hatte er auch für Musik ohne Diskothekenlizenz oder Lieder, die im DDR-Rundfunk überhaupt nicht liefen, weil sie die SED-Funktionäre ablehnten. Es gab natürlich damals Musik, die durfte nicht gespielt werden. Die war vom Westradio aufgenommen zum Beispiel. Und damit die keiner gefunden hat, hatte ich ein Geheimfach hier eingebaut. Und da drinnen waren die Kassetten untergebracht. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Auch die mit dem Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Mal eben nach Ost-Berlin. Ich konnte halt offiziell den Sonderzug nie spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe aufgebaut. Die Leute standen alle draußen vor der Tür und ich habe den Sonderzug aufgelegt, aber nicht bei der Veranstaltung. Verbote in puncto Musik reichen weit in die DDR-Geschichte zurück. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre traf sich die Nachkriegsgeneration auch in der DDR zum Tanz, meist in Gaststätten bei Live-Musik. Die Kombos spielten die Musik ihrer westlichen Vorbilder, doch tanzen wie im Westen, das war zunächst verboten.
Ich bin mit meiner Freundin jedes Wochenende zum Tanzen gegangen. Und da haben wir uns mit Boogie Woogie und Swing-Musik eben geschafft. Und das war unser Höhepunkt von der ganzen Woche. Das Rock'n'Roll-Tanzen oder das Auseinandertanzen und wenn es dann so mit Überschlag noch war, das war natürlich fast strengstens verboten, ja, weil das passte nicht zu sozialistischen jungen Persönlichkeiten. Das wollte man nicht haben. Es ist schon vorgekommen, dass man die Leute von der Tanzfläche genommen hat und dann gesagt hat, du machst das jetzt hier nicht mehr und die nächsten 4 Wochen wollen wir dich hier nicht mehr sehen. Trotz alledem haben die Menschen es auch in guter Erinnerung. Die DDR war mein Land. Es war in der Summe der Ereignisse ein missratenes Land, aber es war mein missratenes Land. Ich habe 35 Jahre dort gelebt, bin dort groß geworden, Kinder gezeugt, habe Eltern, Frau, Familie, Freunde gehabt. Also es war meine Heimat und das ist auch nicht wegzudeuten. Ich habe den Staat mit aufgebaut. Das ist mein Leben gewesen und das hat aufgehört eigentlich 1980. 1980 hat mein Sohn Republikflucht gemacht. Ich habe die DDR in zwiespältiger Form in Erinnerung. Und was ich heute vielleicht davon mitnehmen kann, dass das, was damals die Leute im Osten erkämpft haben auf der Straße 89, also für demokratische Grundwerte, für freie Wahlen, keine Selbstverständlichkeit ist und dass das immer wieder eine Sache ist, die du pflegen musst. Ich möchte es nicht gemisst haben, auch das erlebt zu haben, weil man auch in vielerlei Hinsicht doch ein anderes Bild bekommt, wie man auch die Gesellschaft hier sieht. Der DDR als Staat trauere ich überhaupt nicht nach, aber als dem Ort, wo meine Freunde, meine Familie, wo Menschen waren, die ich liebe, wo der Stadtteil ist, in dem ich Murmeln gespielt habe. Das ist für mich Heimat. Also ich trauere meiner Heimat nach, aber nicht der DDR. Das heißt aber nicht, dass mir die Bundesrepublik gefällt. Wir haben sehr viele Büttenreden, obwohl das sehr schwer ist. Ich habe ja auch welche geschrieben, in Plattdeutsch zu schreiben. Und das haben die sehr gerne getan, die Büttenredner, weil da die Stasi nicht so richtig hinterherkam mit dem Plattdeutsch, weil sie das nicht verstanden haben. Deswegen sind die Bütten zu 80% in Plattdeutsch gemacht worden, also im Wasunger Dialekt. Die Popularität des Wasunger Karnevals brachte ein besonderes Problem mit sich. Denn Hippies aus der ganzen DDR reisten hierher, um mitzufeiern. Sie wurden sogar von der Stasi mit Kameras überwacht. Die Polizei versuchte zwar, den Ort abzuschirmen, doch das gelang nur teilweise. 1988 eskalierte die Situation. Und zu DDR-Zeiten haben mir die Zuschauer 4er-5er-Reihe an den Bürgersteigen gestanden. Da haben sich halt so ein paar Jugendliche auf das Dach da oben drauf gesetzt, auf die Dachladen. Die unteren haben es gesehen, sind auch noch hoch. Und da saßen vielleicht so 50, 60 Leute auf dem Dach. Und da hat sich die